bei twitch.tv/chessbase.de, auf YouTube und wo auch immer Sie es hören. Mein Name ist Klaus Bischoff. Ich berichte wieder live über die Schachbundesliga aus München, genauer gesagt aus Milbertshofen. Und das Hauptaugenmerk ist wieder auf das Match Bayern München gegen Mülheim gerichtet. Fangen wir mal ganz zwanglos nach Elo vorgehend an mit der Partie von dem Miguel Santos Ruiz, ne, der ist gar nicht Brett 1. Also jedenfalls spielt er so, nimmt so indisch und klassisch mit E3 und dieses Läufer D2, also ich finde es ja sagenhaft, das ist ein Zug, wenn man den in den 80er Jahren vorgesetzt hat, bekommen hat, dann konnte man davon ausgehen, dass der Gegner eigentlich ein Stümper ist. Das hat kein Mensch gespielt und inzwischen ist es unglaublich populär. Und ich muss sagen, einer der Hauptvertreter von der Fortsetzung, der ist sogar auch hier in Milbertshofen, der Matthias Blühbaum, unser deutscher Europameister, also nicht mehr amtierender, aber der hat damit ganze Säcke voll Partien gewonnen und ich war leider auch mal eines seiner Opfer. Ich habe das auch nicht ernst genommen und dachte, das kann doch nicht sein, aber es ist gefährlich. Na gut, schauen wir mal. Und naja gut, also Schwarz richtet sich jetzt drauf ein. Im Falle von A3 wird er wahrscheinlich eben den Läufer behalten wollen. Übrigens spielt Blühbaum diesen Aufbau nicht mit Springer GE2, sondern der spielt Springer F3 und ganz früh Turm C1. Machen kann man natürlich beides. Hier ist noch nichts passiert und alles andere wäre ja auch eine Überraschung. Oliver Kurmann, der hat gestern lange um den Sieg gekämpft, leider vergeblich. Heute hat es mit dem Volkmar Dienststuhl zu tun und die spielen Vorstoß Karo Kann. Und ich finde das immer lustig. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Anatoli Karpow mal in diesem Vorstoß Karo Kann eine Modellpartie gewonnen hat gegen Wassily Iwantschuk, ja. Und Iwantschuk ist nach der Partie gefragt worden, wo denn sein Fehler gewesen sei. Und er hat gesagt, im dritten Zug. Ne, also gegen Karpow darf man nicht zulassen, dass der Läufer rauskommt nach F5. Gut, das ist sicherlich übertrieben, aber es ist ja klar, Schwarz nimmt jetzt eine französische Struktur ein und hat den Läufer eben nicht auf C8, sondern auf F5. Auf der anderen Seite ist er eben auch ein Angriffsobjekt. So, also H4 ist ein spannender Zug, ist auch ziemlich populär geworden. Also der Witz ist, es geht schon mal so los, mit H4 verhindert Weiß E7, E6. Also E6 ist jetzt nicht spielbar, dann kommt nämlich G4 und der Läufer ist weg. Und deswegen macht Schwarz vorher Platz für den Läufer. Und jetzt hat sich die Situation insofern verändert. An der französischen Struktur ist nach wie vor alles perfekt. Aber der Einschub von H4 und H5 hat dem Weißen eben diesen Stützpunkt G5 gegeben. Und ich fand es immer ziemlich lästig, das zu spielen mit Schwarz. Ne? Also ich habe es sogar mit Weiß auch mal gespielt, aber da hat es nicht so gut geklappt. Also der geht schon los. Und jetzt sehen wir schon, jetzt steht die erste spannende Entscheidung an. Was relativ häufig gespielt worden ist in solchen Stellungen, ist, dass Weiß einfach auf H6 den Springer rausknipst. Das kann man machen. Und das führt eben dazu, Schwarz nimmt in der Regel mit dem Turm und der Turm ist dann für lange Zeit aus dem Spiel. Das hat der Oliver jetzt aber nicht gemacht. Der hat hier einen ganz scharfen Zug gespielt, der spielt C4 und also ich gebe es ja gern zu, das ist wieder so eine Geschichte, wo sich ein Spieler meiner Generation schwer damit tut. Es ist ja klar, mit C4 spendiert der Weiße dem Schwarzen das Feld D5 und der Bauer D4 ist für ewig rückständig und schwach, aber also die Hauptgeschichte, also wenn Schwarz jetzt tatsächlich schlagen sollte auf C4,
als Kompensation für das Loch auf D5 und für den schwachen Bauern hat Weiß eben das Transportfeld E4 für seinen Springer und das kann auch sehr wertvoll sein. Also die Kompensation ist eben nicht zuletzt auch trotzdem die, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was macht Schwarz mit seinem König. Weil kurz rochieren ist riskant und naja, lange eigentlich auch so. Ne? Kann ich wieder meinen alten, früh verstorbenen Freund Karl-Heinz Puzielny zitieren. Das war zwar nicht Caro Kann, aber der hat immer im Sizilianer gesagt, es sei sehr oft so, dass das beste Feld für den König in Wirklichkeit E8 sei. Ne? So. Und da steht er ja schon. Na gut, warten wir es ab. Also der hat noch nicht geschlagen, noch steht so. Ich mache jetzt einfach einen schnellen Durchgang durch die Partien der Bayern. Sebastian Bogner, unser einziger Gewinner gestern, der spielt heute Neidorf. Das ist immer schön. Also ein offener Sizilianer ist immer eine spannende Geschichte. Und was hat denn der jetzt gespielt? A4, okay. Also der vermeidet großartige theoretische Diskussionen. Also in dieser Stellung, das ist unglaublich, was für Züge man hier spielen kann. Früher dachte man, man spielt entweder Läufer E2, Läufer E3, Läufer G5 oder meinetwegen auch Läufer C4, wie Bobby Fischer gern gespielt hat. Aber heutzutage spielen die H3 und A4 und G3 und die ganz Verrückten, die spielen in der Stellung hier im sechsten Zug, die spielen Turm G1. Das ist eine ganz moderne Fortsetzung, die sehr populär geworden ist. Na gut, schauen wir mal. Also, Schwarz hat hier natürlich jetzt nach A4 die freie Auswahl. Entschieden hat er sich für Emil 5, also er will Neidorf spielen und nicht etwa E6 mit Übergang ins Scheveninger System, sondern Neidorf. Und nach Springer F3 spielt er jetzt auch noch H6, okay? Da kann man die Philosophie dahinter leicht erklären. Der sagt sich, der Springer F6 ist mein bester Verteidiger von dem Loch auf D5 und ich will nicht, dass der mit Läufer G5 und Läufer F6 abgetauscht wird. So, der nächste Zug ist spannend, schaut auf den ersten Blick überraschend aus und eben auch nicht sonderlich gefährlich. Aber ich finde trotzdem, der Zug hat was. Es ist offensichtlich, was er will. Der will mit dem Springer nach C4. Ich mache es jetzt mal rot, obwohl es sicherlich übertrieben ist. Eigentlich ist es ja eine positionelle Geschichte. Und von C4 aus gibt es mehrere Optionen. Die rote Option ist die, dass man noch mit Läufer E3 und dann dem Einstieg auf B6 arbeitet. Also das muss Schwarz auf jeden Fall im Auge behalten. Und die, wenn man so will, ordinäre positionelle Hintergrundgeschichte ist ganz einfach die, dass man mit dem Springer nach E3 geht und einmal mehr die Wunde auf das Feld, den Finger in die Wunde auf D5 legt. Also, ob Sie es glauben oder nicht, ich kenne unendlich viele Großmeister, die viele Nachmittage ihres Lebens damit verbracht haben, sich um das Feld D5 zu streiten mit seinem Gegner. Und es ist immer wieder spannend und ich habe nie verstanden, warum das so ist, aber der Kampf um D5 ist was vollkommen gang und gäbe ist. Um E5 geht es eigentlich selten. Es geht immer um D5. Ne? Also, spannendes Neidorf. Ich bin nicht sicher, ob Schwarz diesen Zug H6 tatsächlich gebraucht hat. Mir kam der ein bisschen übervorsichtig vor. Also, er hätte ja auch Läufer E7 spielen können. Und wenn dann tatsächlich Läufer G5 kommen sollte, dann von mir aus Springer BD7, um diesem Springer F6 einen Hintermann zu geben, damit der nicht so beseitigt werden kann. Gut, jetzt steht es so. Spannend. Jetzt kommen wir ans Brett 1. Oh, die haben schon 11 Züge. Der Patrick Zerbe gegen den... Brett 2, oder? Ach, Brett 1.
Nee, Brett 2, Sie haben völlig recht. Ich bringe hier schon wieder alles durcheinander. Brett 1 ist der Maxodlu, da kommen wir später hin. Also, das ging los als Französisch und dieses Dame schlägt D5 hat eigentlich fast alle anderen Systeme verdrängt. Also, die Schwarzspieler, die wollen heutzutage nicht mehr so gerne mit einem Isolani spielen. Deswegen nimmt man mit der Dame und das gibt's alles. Also, jetzt bekommt Weiß diesen Bauern auf D4 zurück. Und das, was der hier macht, also im Falle von Springer schlägt D4, kann das Ganze furchtbar scharf werden. Dann spielt A6, spielt Schwarz A6 und orientiert sich manchmal sogar auf die lange Rochade. Aber das, was der Herr Zellwill hier gespielt hat, das ist natürlich schon, naja, ich will es ja nicht so negativ bezeichnen. Sagen wir, es ist eine sehr vorsichtige Fortsetzung und gewählt hat er die wahrscheinlich aus Respekt vor der gegnerischen Elo-Zahl. Ne? Also gut, jetzt ist Springer B5 ein Thema, aber scheint der Heime nicht ernst zu nehmen. Muss er auch nicht. Springer B5 kann wunderbar mit Turm C8 beantwortet werden. Das deckt die Gabel auf C7 und dann wird der Springer wieder heimgeschickt. Ja, also was soll man dazu sagen? Ich kenne einen Haufen Leute, die jetzt darauf schwören würden und sagen, Weiß steht hier immer minimal besser aufgrund dieser Majorität am Damenflügel. Aber ich bin ehrlich gesagt eher der Meinung, dass Schwarz hier keinerlei Sorgen hat. Allerdings gewinnen wird natürlich schwer. Valentin Dragnev, der hat es mit dem Daniel Hausrat zu. Oh, die spielen eine schöne Eröffnung. Wusste ich gar nicht, dass der Daniel das auch kann. Die spielen Karo Kann mit Springer F6. Und ich erzähle ja immer gern von den alten Zeiten. Hatte ich gestern auch schon eine Partie, die dazu passte. Diese Fortsetzung E schlägt F6, die hat Kurt Schnoy gegen Karpow gespielt in Baguio City 1978 und das war ein mysteriöser Wettkampf. Also vielleicht erinnern sich ja zumindest die Älteren unter Ihnen dran, die spielten damals auf sechs entschiedene Partien und Kurt Schnoy war eigentlich schon aussichtslos im Rückstand. Der lag 5-2 hinten und stand dann wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und dann hat er es tatsächlich noch geschafft, auf 5-5 ranzukommen. Und dann hat er die nächste verloren, blöderweise. Und dieses E schlägt F6, das hat Kurt Schnoy in diesem Wettkampf gespielt. Ein einziges Mal. Auf Anraten seines Sekundanten, das war der Raymond Keane damals, an den werden sich auch die wenigsten erinnern. Soll ich hier noch Raymonds Spitznamen verraten? Ja, kann ich ruhig machen, das ist ja keine Beleidigung. Der wird in England von ganz vielen der Pinguin genannt. Und der Grund ist, dass der Raymond Keane so gerne einen Frack trägt. Also, aber gut, jedenfalls hat Kortschnall damals gegen Karpow mit Schwarz aus der Position der Stärke heraus Remis gemacht in diesem Karo Kann und danach hat er es nie mehr gespielt. So. Aber Theorie entwickelt sich weiter und jetzt haben wir schon die Basisstellung dieses Systems und dieses Setup hier mit der Batterie und der Drohung Läufer schlägt H7, das galt eigentlich über viele Jahre, naja, ich will jetzt nicht sagen als die Widerlegung von E schlägt F6, aber als der gefährlichste Aufbau. Und der Grund ist folgender. Also nach Turm E8, Springer E2. Schwarz würde liebend gerne mit Springer D7, F8 den Punkt H7 decken, aber das schafft er ja nicht rechtzeitig. Er muss sich ja jetzt direkt kümmern. Und modernes Schach ist schon eine tolle Sache. Also in der Stellung hat Schwarz, die haben H6 probiert, haben G6 probiert. Und alles war nicht sonderlich befriedigend, bis irgendein Spaßvogel auf die Idee gekommen ist, man kann ja auch H5 ziehen. Das deckt ja den H-Bauern auch. Und der Zug hier, der neunte von Schwarz, den der Daniel Hausrat hier spielt,
der ist der Grund, warum dieses Karokant mit E schlägt F6 inzwischen wieder populär geworden ist. Also der Bauer, der soll gar nicht mal unbedingt auf H5 stehen bleiben. Also insbesondere, wenn Weiß rochiert und Springer G3 spielt, kann man eben auch mit H4 weitermachen. Geht schon los, ja, sofort. Der hat Springer G3 aus der Stellung genommen und droht jetzt eben, na, wie sagt man da, mit der Installation eines Sargnagels auf H3. Da schiebt der Valentin einen Riegel vor. Und jetzt bin ich, achso, nee, ich habe jetzt gerade gedacht, der hätte hier Läufer D7 gespielt. Das wäre ja nur doch eine große Überraschung gewesen. Also Springer D7, Läufer D2, Springer F8. Der Larsenspringer ist angekommen und ich nenne ihn immer deshalb Larsenspringer, weil Larsen derjenige war, der immer ganz stolz geschrieben hat, dass er in seinem ganzen Leben nie matt gesetzt worden sei, wenn er einen Springer auf F8 gehabt habe. Also der Springer F8 ist ein fabelhafter Verteidiger, aber das Problem von Schwarz ist eben der mangelnde, also der Schwarz hat nicht genug Raum. Ich nehme an, dass sich der Valentin Dragnev, ja gut, der hat jetzt schon, wir haben den nächsten Zug auch schon, der hat hier Turm AE1 gespielt und allein an der Aufstellung dieser Türme sieht man schon, der hat vor, am Königsflügel was zu machen. Sonst hätte er ja den anderen Turm nach E1 gestellt. Vielleicht will der wirklich F4 und F5 spielen, um seinen Raumvorteil zu vergrößern. Und dann hätte Schwarz eben gleich mehrere schlechte Leichfiguren. Also, ich halte es hier eher mit Weiß. Aber gut, das muss nichts heißen. Es gibt eben trotzdem auch Möglichkeiten zum Gegenspiel, wenn Schwarz mal einen guten Moment für C5 findet. Und jetzt noch eine ganz Fantasievariante. Man könnte auch sagen, das geht jetzt ruckzuck. Schwarz wird Läufer B8 spielen, damit C7 und dann auf H2 matt setzen. Aber selbst solche Motive spielen manchmal eben eine Rolle. Also das verspricht spannend zu werden. Ich denke mal, es sind gute Chancen hier auf weißen Eröffnungsvorteil. So, was haben wir? Huschenbeet. Was ist denn das? Also geht los als Spanisch. Und jetzt haben wir eigentlich, wenn man so will, italienische Bilder. Gut, seit Wassily Iwantschuk das gesagt hat, wissen wir es. Iwantschuk hat diesen inzwischen berühmten Spruch gemacht, dass Zurückschlagen beim Schach ganz oft dummer Automatismus sei. Gebt zu. Ich bin ja ein geiziger Schwabe, ich hätte trotzdem zurückgeschlagen. Aber der Niklas hat hier einfach Turm E1 gespielt und sagt sich, frisst du ruhig weiter, dann bin ich wunderbar entwickelt und zieh dir die Ohren lang. Achso, na gut, muss man nicht großartig kommentieren. Weiß darf den Läufer nicht in Sicherheit bringen, weil die Drohung C schlägt B2 so furchtbar stark ist. Der frisst sich ja dann bis auf die Grundreihe durch. Also, deswegen Springer C3 und auch das ist, finde ich, immer eine wunderbare Eigenschaft des modernen Schachs. Wenn man früher einen Bauern geopfert hat, wollte man eben auch was ganz Konkretes dafür haben. Gut, das ist heute auch noch oft so, ne? Aber hier hat man den Eindruck, der Niklas, der hat einen Bauern geopfert und spielt jetzt erstmal weiter, wie wenn nichts wäre. Und was man natürlich zugeben muss, die Fesselung des Springers, die ist unangenehm und auch furchtbar schwer loszuwerden. Ja, geht schon los, Dame D2. Also Schwarz darf auf keinen Fall H6 und G5 spielen. Dann scheppert es nämlich schon auf G5 und Weiß kriegt dann den Bauern mit Zinsen zurück. So. Scheint aber keine Überraschung für Schwarz gewesen zu sein. Der Herr Buckels hat hier König H8 gespielt und sagt sich, im nächsten werde ich den Springer entfesseln. Und wenn du dann meinst, auf F6 schlagen zu müssen, dann habe ich die halboffene G-Linie und habe auch Gegenspiel. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Ich bin kein großer Freund von Bauernopfern, aber das muss ja nicht heißen, dass es deshalb keine gute Idee ist. Also Schwarz will sich mit Dame D7 entfesseln und sagt sich, dann ist das Schlagen auf F6 in Wirklichkeit gar nicht mehr so schlimm. So, jetzt aber ans erste Brett. Die spielen ein Slawisch und diese schwarze Zugfolge, das ist das sogenannte Meraner System. Das ist eine wunderbare Eröffnung und man sagt, oder man kann es immer sehen, Meraner ist eben auch eine Eröffnung, die weltmeisterschaftstauglich ist. Kurt Schneuer hat das mit Erfolg gespielt gegen Karpov, manchmal auch mit weniger Erfolg. Den größten Erfolg mit Meraner hat der Vishy Anand gehabt, 2008 in Bonn bei der Weltmeisterschaft. Da war ich als Live-Kommentator vor Ort und da hat der Vishy mit Schwarz zwei Partien im Meraner gegen Kramnik gewonnen und das hat ihm eigentlich den Matchsieg gesichert. Damals war Kasim Djamov noch Sekundant von Vishy und die hatten da sagenhaft viele Ideen und natürlich auch sagenhaft tief ausgearbeitete Systeme vorbereitet. Also hier gibt es im Prinzip zwei Fortsetzungen. Das, was Maksoglu spielt, ist die absolute Hauptvariante. Der spielt hier Läufer D3. Es gibt auch welche, die schwören auf den Zug Dame C2. Den habe ich selber auch mein ganzes Leben gespielt. Das kann man machen. Aber dafür, dass es ursprünglich mal eine Nebenvariante war, um Theorie zu vermeiden, gibt es da inzwischen auch ganz schön viel Theorie dazu. Na gut, schauen wir mal. Also Läufer D3. Nee, hier im 6. Und jetzt haben wir den Klassiker. Den Tempokampf hat Schwarz schon mal für sich entschieden. Weiß hätte ja viel lieber von F1 aus zurückgeschlagen, als jetzt musste er den Läufer zweimal ziehen. Und jetzt kommt A6, das ist ungewöhnlich. Aber das passt natürlich insofern ins System. Was der Schwarze will, ist klar. Der will B5 spielen, Läufer B7 und dann noch C6, C5. Und wenn er das alles schafft, ist er im Prinzip auch aller Sorgen ledig. Also dieses, insbesondere dieser letzte Pfeil, dieses C6, C5, das ist der Schlüssel des ganzen Systems. Und schauen wir mal, ob das was wird. Also jetzt sind sie eben doch in diese Geschichte gelandet. Und hier gibt es die Züge E5 und natürlich auch D5. Also übrigens diese Sache, ich habe doch erzählt, dass gerade das Anand gegen Kramnik da zwei Partien gewonnen hat, da kam jeweils E5 an der Stelle und hier hat Schwarz keine Wahl. Springer D5 ist schlicht und ergreifend schlecht, dann kriegt Schwarz einen schlechten Bauern angedreht, also Schwarz muss jetzt auf D4 schlagen und dann gilt, glaube ich, Springer schlägt B5 als die schärfste Fortsetzung. Und jetzt haben wir wieder dieses Dauerthema mit der halboffenen G-Linie. Und aus der Stellung heraus hat der Vishy, glaube ich, zweimal gegen Kramnik gewonnen. Aber gut, Maksoglu ist, wenn man so will, seelenruhig zur alten Hauptfortsetzung zurückgekehrt. Also ich verliere jetzt immer kein Wort drüber. Dieses Schlagen auf D5, das ist einfach furchtbar riskant. Und das ist ja auch wenig überraschend, weil sich der Schwarze ja dann mit dem König in der E-Linie wiederfindet und die will er ja nicht aufmachen, zumindest nicht so schnell. Also Schwarz hat jetzt immerhin die Notlösung lange Rochade als Option, das ist das eine. Und was Schwarz natürlich auch liebend gerne machen würde, ist bei Gelegenheit C5, C4 und Springer C5 zu spielen. Also das ist ein ganz tolles, scharfes System. Ich glaube, der Hauptzug ist jetzt, dass man auf E6 tauscht und Springer G5 spielt. Ne? Und das ist eine ganz direkte Geschichte. Und ich nehme an, dass der Param da seine Hausaufgaben gut gemacht hat. So, eine Partie haben wir noch, Brett 8. Philipp Lindgren
hat es mit Alexander Hoenig zu tun. Ich muss zugeben, ich kenne den Herrn Hoenig nicht und ich will auch nicht lästern, wie käme ich dazu. Aber ich finde es trotzdem immer überraschend, dass in der Bundesliga dann plötzlich wieder ein Spieler auftaucht, der in Anführungszeichen nur 2195 Elo hat. Also gut, der spielt es extrem vorsichtig. Ein Damenbauernspiel. Und naja, dieses frühe Dame B3 hat eben dazu geführt, dass Schwarz das unbequeme Dame C8 spielen musste. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat der Weiße ihm die Möglichkeit eingeräumt, auf F3 zu tauschen. Das kann man machen, aber man kann es auch gerade so gut bleiben lassen. Also mich würde es nicht wundern, wenn er es macht, gerade wenn man die höhere Elo-Zahl hat. Man ist ja trotzdem so ein wenig daran interessiert, eine gewisse Asymmetrie zu schaffen. So, jetzt haben wir einen Blick auf alle 8 Partien der Bayern geworfen. Ich habe wieder noch 2 Partien von unseren Gästen mit dazugenommen. Den Peter Lego hatte ich zwar schon gestern, aber das hat sich ja auch bestens bewährt. Ich glaube, heute bewährt sich es weniger. Das Ganze geht schon mal los als Berliner Variante. Und wenn jemand sagt, da war doch was, ja, da war was, das ist genau diese Fortsetzung, die Wladimir Kramnik gegen Kasparov bei seinem WM-Kampf gespielt hat und dem Kasparov damit die ganze Freude an E4 verdorben hat. Da hat der, nee gut, der hat das ganze, im ganzen Match keine Partie gewonnen, aber eine E4-Partie schon gleich gar nicht. So, also soweit so klassisch. Natürlich ist der Läufer vergiftet, Schwarz muss jetzt Läufer E7 spielen. Und jetzt nach Läufer F1 ist es soweit. Wenn Weiß jetzt noch dazu käme, mit D4 den Springer zu decken, hätte er eine prima Stellung. Aber natürlich tauscht Schwarz jetzt. Und jetzt sehen wir es ja schon. Jetzt haben wir im Prinzip eine Stellung. Naja, also die Struktur ist ja eigentlich eher eine Französisch-Abtausch-Variante. Und Weiß ist ordentlich entwickelt. Während der Schwarze noch ein bisschen Unordnung in seinem Lager hat, da ist natürlich hauptsächlich der Springer D6 schuld. Mit dem muss er noch auf bessere Felder kommen, aber erfahrungsgemäß schafft Schwarz das. Das ist übrigens die Stelle, hier haben verschiedene Spaßvögel auch den Zugturm E2 gespielt. Ich habe nie verstanden, was daran die Feinheit sein soll, aber das hat selbst Nakamura schon mehrfach gespielt. Also der Zug hat schon seine Berechtigung. Während jetzt, naja, also ich will jetzt nicht sagen, jetzt ist es eine langweilige Stellung geworden, aber sagen wir so, die allerschärfste Partie wird es nicht. Jetzt spielt er auch noch Dame E2. Naja, okay, also keine Ahnung, das schaut ein bisschen handzahm aus, was der Peter Leko heute spielt, aber der wird doch nicht schon so altgesettelt sein, dass er sagt, ich habe ja gestern gewonnen, dann habe ich meinen Job gemacht dieses Wochenende. Ne? Aber gut, gestern hat er eine schöne Partie gewonnen. So, als zweite Partie aus dem Match von Deizisau gegen, bin ich jetzt völlig verblödet, gegen wen haben wir gestern gespielt? Gegen Solingen, ja. Also da haben wir den Markus Racker. Gegen den habe ich selber auch schon öfter gespielt. Und sein Gegner, das finde ich auch immer sagenhaft, der Jules Moussard. Ich muss zugeben, der junge Mann hat 2680 Elo. Und das ist ja doch furchtbar stattlich. Und mich irritiert es immer schon ein wenig, wenn ich dann zugebe, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Ne? Also los geht es als Taimanov sizilianisch. Und was hat denn der jetzt gespielt wahrscheinlich? Aha, A3. Okay, das kann man machen. Also ist ja klar, dass A3 nützlich ist und auch hilfreich ist. Also Weiß muss jetzt nicht mehr mit Läufer B4 rechnen. Aber es ist natürlich trotzdem in gewisser Weise ein Tempoverlust. Also ich habe mich als
Sizilianisch-Spieler immer gefreut, wenn ich so einen wie A3 gesehen habe oder so einen wie König H1 und dachte immer, dann wird man schon nicht so schnell matt gesetzt. Ne? Aber gut, das ist wahrscheinlich mit die modernste Fortsetzung. Schwarz hat strukturell alles bestens in Ordnung und der weiße Springer C3, da werden viele sagen, na, der steht doch völlig normal. Ich würde sagen, der steht schlecht. Aber das ist natürlich auch ein wenig übertrieben. Und jetzt Dame G4, das ist spannend. Der bedroht G7, das heißt, Schwarz kann seinen Läufer nicht entwickeln. Und er will eben auch gelegentlich mal mit Dame G3 den Damentausch anbieten, was in der Regel auch zu einer ganz guten Geschichte für Weiß wird. Schauen wir mal, wie der reagiert hat. E5, okay, das kann er sich leisten und zwar ganz einfach aus dem Grund, der Bauer C6 verteidigt ja jetzt D5 und dieses kleine Mini-Bollwerk hier verhindert, dass Weiß so schnell zu Läufer C4 kommt. Das ist prima. Und jetzt auch noch H5. Also, modernes Schach ist einfach eine wunderbare Geschichte. Man könnte ja denken, dass es auch sinnvoll wäre, eine Figur zu entwickeln. Aber nein, der macht erstmal H5. Und der scheint tatsächlich mit H4 auch noch die Dame belästigen zu wollen. Und im Idealfall, nein, kommt natürlich nicht, aber es ist ja nicht weit davon entfernt. Wenn Schwarz jetzt schon einen Springer auf F6 hätte, dann würde bereits H4 drohen mit Damen gewinnen. Schauen wir mal, was der jetzt macht. Der hat hier Läufer Dora 4 gespielt. Okay, das ist legal. Der Bauer E5 ist gefesselt. E5 hängt, also Schwarz bleibt nichts anderes übrig. Jetzt hat er Läufer F6 gespielt. Das Springerfeld F6 hat er also nicht mehr zur Verfügung. So, jetzt bin ich gespannt. Ab jetzt ist es natürlich auch immer ein Thema. Nein, es ist noch keine Drohung, aber Läufer schlägt H5, nebst Dame G6 Schach, muss Schwarz natürlich immer im Auge haben. Im Moment ist es noch keine Drohung, weil die Dame immer mitverteidigt. Ne? Aber was können wir denn dem Schwarzen jetzt empfehlen? Macht es Sinn, H4 zu spielen? Na gut, ich kann den nächsten Zug, jetzt ist er schon da, dann nehmen wir ihn mit dazu. Also gespielt hat er Läufer E6 und sagt sich, in Wirklichkeit ist hier doch gar nicht so viel los. Irgendwann wirst du ja doch das Problem mit dem Läufer D4 angehen müssen. Wahrscheinlich sogar sofort. Ich kann hier wieder mit meiner Lieblingsfarbe arbeiten. Ich verwende immer für eine starke Drohung immer gern die Farbe Rot. Und ich glaube, H4 ist eine richtig starke Drohung. Dann muss nämlich die Dame weg und dann ist der Bauer E5 plötzlich nicht mehr gefesselt. Und das Schach auf G6 nutzt ihm auch nichts, weil Schwarz sich dagegen eben mit Läufer F7 verteidigen kann. Also mit anderen Worten, es gibt eigentlich nur zwei Kandidatenzüge. Zumindest fallen mir auf den ersten Blick nur zwei ein. Also der eine wäre eben in aller Demut mit dem Läufer nach F2 zurück, nach E3 zurückzugehen. Und der andere ist, Weiß könnte auch auf die Idee kommen, H4 zu spielen und sagen, jetzt ist schwarzes H4 erstmal mechanisch verhindert, weil da schon jemand anders wohnt. Also schauen wir mal. Also auf mich macht die schwarze Stellung einen gesunden Eindruck. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich die erste Runde gedreht. Und jetzt sage ich immer mein Sprüchlein auf. Wenn Sie denn Interaktion mit dem Kommentator wünschen, ist es selbstverständlich möglich. Hier im Saal, da kann ich wieder den guten alten Spruch, den mir der Helmut Pfleger beigebracht hat, wiederholen und sagen, Unterbrechungen und Zwischenfragen sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Ich gehe gern darauf ein und versuche, eine mögliche Antwort zu geben. Und die, die im Internet zuschauen, sei es via YouTube oder via Twitch, die können mir im Chat schreiben
Und das ist immer der erste Moment, wo ich selber mal gucke, ob mir schon einer was geschrieben hat. Einen schönen guten Morgen. Ja, hallo Max. Heute bist du mit dabei. Sehr gut. Dann wünsche ich viel Spaß mit den Partien. Da kommt nachher sicherlich noch mehr rein. Ich habe heute Morgen übrigens jemand gefragt, und habe gesagt, hast du eine Idee, wie viele Leute denn gestern bei unserer Übertragung von Bayern München zugehört haben? Und er hat gesagt, ja, ich habe das gesehen, ich habe es bei YouTube angeguckt und da sehe ich zumindest die, die auch auf YouTube gucken. Und hat gemeint, es wären also teilweise über 1000 Zuhörer gewesen. Das ist jetzt nicht sensationell viel. Also ich glaube, bei Bayern gegen Borussia Dortmund waren es doch ein paar mehr gestern Abend. Aber dafür, dass wir hier live vom Abstiegskampf in der Schachbundesliga berichten, finde ich, ist es auch gar nicht so wenig. Also übrigens noch zu der tabellarischen Situation. Die Mülheimer haben 10 Punkte. Wir haben weniger. Wir müssten die heute unbedingt schlagen, damit wir sie einholen. Und ich bin mir nicht sicher, die Aufstellung der Mülheimer, so wie die für dieses Wochenende unterwegs sind, die schaut für mich so aus, wie wenn die denken, dass sie schon im Trockenen sind mit ihren 10 Punkten. Aber da bin ich nicht sicher. Ich habe es gestern schon erzählt, am letzten Bundesligaspieltag haben die jungen Leute, die jetzt für Bayern München spielen, die sind alle begeisterte Anhänger der künstlichen Intelligenz. Also ich bin da eher misstrauisch, aber das ist ein anderes Thema. Und die haben gesagt, wir haben der KI den Tabellenstand der Schachbundesliga eingefüttert und dann die Frage gestellt, wie viele Punkte braucht man denn, um nicht abzusteigen? Und die künstliche Intelligenz hat ruckzuck ausgespuckt, dass man ein dreckiges Dutzend brauchen wird. Also sage und schreibe 12. Und ich finde das viel. So viel hat man noch nie gebraucht. Aber okay, vielleicht ist es ja im Schach genau andersrum. Im Fußball hat man immer gesagt, 40 Punkte ist eine Garantie, um nicht abzusteigen. In den letzten Jahren haben, glaube ich, 35 auch immer gereicht. Aber vielleicht geht der Schach in die andere Richtung. So, genug des Geschwätzes. Gehen wir zurück in die Partien. Bei Oliver Kurmann zum Beispiel, da hat sich was getan. Da waren wir zuletzt bei C4 drin. Und ich habe ihm ja gesagt, ich tue mir mit dem Zug schwer. Das ist einfach eine moderne Strategie, die gab es noch nicht, als man mir Schach beigebracht hat. Also Weiß nimmt wirklich das Loch auf D5 in Kauf, hat einen furchtbar rückständigen Bauern. Immerhin, er hat das Feld E4 für den Springer als Kompensation. Und nur noch als Gag, also meine Generation, wir haben unser bescheidenes Eröffnungswissen ja mit den Eröffnungsbüchern aus dem Sportverlag der DDR gelernt. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das Caro-Kann-Buch geschrieben hat. Vielleicht war es Keres, aber ohne Gewehr. Jedenfalls, der hielt auch nicht viel von dieser C4-Strategie. Der kommentierte das einfach mit den Worten, die sind mir bis heute noch, habe ich mir die gemerkt. Also gelesen habe ich das ja vor 50 Jahren. Der hat geschrieben, die schwarze Stellung ist uneinnehmbar. Gut, damals gab es allerdings noch keinen Schirow. Der ist da etwas anderer Meinung. Ne? Aber gut, schauen wir mal, wie es weiterging. Springer D7, also der macht sich schon auf den Weg Richtung D5. Und jetzt auch noch Turm D1. Okay, keine Ahnung, was er vorhat. Also mir kommt es jetzt nicht sonderlich realistisch vor, wenn ich ehrlich bin, zu sagen, dass der jetzt unter Figurenopfer mal D4, D5 hinkriegt. Also ich bleibe dabei, beide Seiten kokettieren. Die kennen beide die Rochade-Regeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jeder will erst rochieren, nachdem es der andere gemacht hat. Ne? Und das stimmt schon. Man könnte auch sagen, vielleicht darf Weiß ja gar nicht rochieren, weil dann gleich der H4 weg ist. Das ist ja denkbar. Ne? Also schauen wir mal, was er macht. Ich lerne gerne was dazu und wir werden sehen. Gut, den hätte man noch erraten können. Der vertreibt die Dame und macht sich auf den Weg Richtung Dora 5.
normal ausschauen, tut jetzt Dame B3, aber erzwungen ist es nicht. Also mit anderen Worten, wir wissen, welche Figur erziehen wird, wir wissen nur noch nicht, wohin. Ich finde trotzdem, Schwarz hat keine einzige schlechte Figur. Und ich finde, weniger Sorgen. Gut, man könnte argumentieren, die schlechteste Figur von Schwarz ist der König, weil der einfach nicht weiß, wo er hin soll oder hinzugehen hat. Also, bleibt spannend. Was haben wir sonst? Bei dem Miguel haben wir auch ein paar weitere Züge. Da waren wir zuletzt hier drin, bei Dora 5. Also jetzt hat Weiß doch geschlagen. Und naja, also, ob der Springer auf G3 wirklich besser steht als auf F3, weiß ich nicht. Jedenfalls kann Schwarz eben nicht ganz so leicht das Feld E4 benutzen. So, ja, also Schwarz hat den Läufer nach F8, kann man sagen, zurückentwickelt. Ja, das kann man ruhig sagen, der steht auf F8 gut. Und er sagt sich jetzt eben auch noch C5. Also jetzt ein Wort zur Struktur. Das ist eine ganz fließende Geschichte. Also, wenn Schwarz auf die Idee käme, C5, C4 zu spielen, tut er sich, glaube ich, keinen Gefallen. Dann ist nämlich das weiße Zentrum plötzlich stabil und Weiß hat dann den äußerst gefährlichen Plan, so schnell wie möglich E3, E4 zu spielen und dann wird es am Königsflügel eng für Schwarz. Und ich kann es aber nicht widerstehen, hab ich mich ja schon oft geoutet, ich bin ein großer Fan von Hans Gmochs Buch Die Kunst der Bauernführung und dann muss ich Ihnen einfach sagen, wie man dieses Konstrukt hier nennt, das hat einen wunderbaren Namen, das heißt nämlich in dem Buch, das ist ein Widder und der Widder ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das, was Schwarz haben will, das kann er schon machen, muss er aber nicht und es ist ja nun mal so, der Weiße droht ja eigentlich gar nicht richtig auf C5 zu schlagen, dann könnte Schwarz eben mit, na, haben wir den nächsten Begriff aus der Kunst der Bauernführung, mit den sogenannten hängenden Bauern spielen und hätte, glaube ich, eine ordentliche Stellung. Und mein alter Lieblingswitz zu den hängenden Bauern, den kann ich auch noch erzählen. Das hat der Ulf Andersson immer gesagt. Der sagte, hängende Bauern, nee, der sagte, ein Isolani sei viel besser als hängende Bauern. Und wenn jemand dann so naiv war und sagte, ja, warum eigentlich? Dann hat er gemeint, ja, wenn man den Isolani verliert, hat man wenigstens keine Schwäche mehr. Während wenn man einen der beiden hängenden Bauern verliert, dann ist richtig schlimm. Sei es drum. So, noch ein Wort konkret. Man könnte ja hier auch auf die Idee kommen, als Weißer, mal mit diesem Zug Springer H5 zu arbeiten. Also das sollte Schwarz im Auge behalten. Den darf er auf keinen Fall schlagen, weil dann würde Weiß ja direkt mit Mattdrohung und Doppelangriff gegen D5 zurückschlagen. Also Springer H5 muss er im Auge behalten. Also mit anderen Worten, ich denke mir, er sollte jetzt einen Zug machen, der sich in irgendeiner Form um den Bauern D5 kümmert. Dazu, naja, dazu bietet sich ja eigentlich Läufer B7 an. Was er mit dem Springer macht, das ist übrigens noch gar nicht sicher. Der kann nach C6, aber auch diese Route über A6 nach E6 kommt oft in Betracht. Also das ist eine spannende Stellung und das ist das, was man immer so schön sagt, eine Spielstellung. Da gibt es jetzt keine Theorie mehr, die sind jetzt auf ihren eigenen Kopf angewiesen und das ist ja auch allemal gut so. So, jetzt zur nächsten Partie. Ja, da war ich vorher misstrauisch bei dem Sebastian Bogner. Da waren wir zuletzt hier drin. Und ich habe hier ja mit warmen Worten die Vorzüge dieser Fortsetzung Springer D2 geschildert und sagt, der will nach C4 und dann mit Hilfe von Läufer E3 womöglich nach B6 rein. Das ist ja alles wahr und auch schön und gut. Und er will womöglich auch Springer C4 und Springer E3 spielen, um die Kontrolle von D5 noch mehr zu verstärken. Ich habe aber völlig vergessen, den Nachteil von Springer D2
aufzuzählen. Der Nachteil ist ganz einfach der, dass Weiß hier einen Halbzug lang die Kontrolle über D5 vernachlässigt. Ne? Und das hat Bogner sofort ausgenutzt. Das macht einen guten Eindruck. Der stößt einfach den rückständigen Bauern ab. Also er wird keinen Vorteil haben, wie auch. Ne? Aber jetzt geht es eben direkt ins Endspiel. So, und jetzt verspricht sich Weiß was von dieser Fortsetzung Springer B6. Also das ist eine Monsterdrohung. Aber Schwarz hat das ganz elegant gelöst. Der sagt sich, ich spiele hier einfach Springer C6. Und es kam Springer B6. Und der schaut hier trotzdem eigentlich, wenn man so will, dumm aus der Wäsche. Der erwischt nämlich den Läufer nicht. Dann wäre ja alles gut. Aber der bringt einfach den Läufer mit einem Schach in vorübergehende Sicherheit. Und wenn Weiß jetzt F3 spielen sollte, hat er gerade schon gemacht, jetzt hängt G4 und A8 und lösen tut Schwarz das, indem er das nächste Schach gibt. Jetzt ist der Turm in Sicherheit und dann geht der schwarze Läufer zurück nach E6 und Schwarz ist aller Sorgen ledig. Vielleicht steht Schwarz sogar schon einen Tick besser. Also irgendwie, der Springer B6 macht jetzt eigentlich so ein bisschen traurigen, verlorenen Eindruck, insbesondere wenn er später auch noch einen Tritt kriegt. Also, das schaut gut aus. D5 hat das ganze weiße Setup im Grunde genommen ad absurdum geführt. Ne? Das war nun wirklich nicht die Idee, dass Schwarz es hinkriegt, den D-Bauern aufzulösen. Also, das ist doch schon mal was. Wie schaut es bei Chaime aus? Die sind ein bisschen schneller unterwegs. Na gut, da hat man schon dieses Endspiel. Und naja, also es bleibt natürlich so, ich habe es vorhin schon gesagt, Weiß hat diese Majorität am Damenflügel. Und naja, sagen wir mal so, die könnte ja in einem möglichen Bauernendspiel sogar tatsächlich gefährlich sein. Aber von einem Bauernendspiel sind wir nur wirklich noch sehr weit entfernt. Und jetzt hat Schwarz eben rochiert. Und also ich finde einfach, Schwarz fehlt nichts hier. Weiß muss hier sogar aufpassen. Ich wollte gerade schon Springer B3 vorschlagen, aber dann knallt es womöglich schon auf F2 und C4 hängt. Ne? Also das sollte er nicht machen. Ich nehme an, der wird jetzt eher den Läufer in Sicherheit bringen. Läufer E2 hat er gespielt und sagt sich, ja gut, jetzt noch Läufer F3 und Springer B3. Also gut, vielleicht hat Weiß, sind wir nicht kleinlich, gestehen wir ihm einen Mini-Vorteil zu. Also übrigens glaube ich, dass das Ganze immer noch bestens bekannte Theorie ist. Das sieht man auch an dem Tempo. Der Chaime hat praktisch noch gar keine Zeit verbraucht und sagt sich, Läufer A4 ist gut. Ich brauche wie üblich eine Weile, um den Zug zu verstehen. Aber das stimmt schon, der Turm ist angegriffen und B3 macht Weiß nicht gerne, weil er damit den Damenflügel eigentlich früher lockert, als er eigentlich will. Und von Springer B3 hat er natürlich auch nichts. Also das ist schon ziemlich ausgeglichen. Und bei Dragnev, ja, da für die, die später gekommen sind, dieser neunte Zug von Schwarz, der ist derjenige, der von vielen als Wunderwaffe und Allheilmittel betrachtet wird. Also über Jahre haben die Schwarzspieler hier in der Stellung H6 oder G6 gespielt, sind in der Regel nicht gut damit gefahren. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, man könnte auch H5 spielen. Und seitdem ist dieses ganze System wieder populär. Also, ich weiß ja nicht, ich hätte trotzdem lieber Weiß. Springer F4 hat er gespielt. Naja, was will er da? Ich kapiere es noch nicht ganz. Also schlagen wäre natürlich keine gute Idee. Also auf den ersten Blick normal ausschauen, zu so einem Zug wie Dame C7. Aber ich glaube, fürchten muss Weiß das auch nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich allen Ernstes vorhat, Springer H5 zu spielen und dann mit so Tricks wie Läufer H6 zu arbeiten.
Das kann manchmal gefährlich sein, aber ehrlich gesagt finde ich es trotzdem ein wenig überraschend. In der E-Linie ist auch nicht viel zu holen im Moment, ganz einfach, weil diese ganzen Einbruchsfelder alle x-fach überdeckt sind. Also, wenn der jetzt statt Springer F4, naja, ist auch übertrieben, wenn ich sag, wenn der jetzt König H1 gespielt hätte, mit der Absicht Springer G1 und Springer F3, wäre ich ehrlich gesagt weniger überrascht gewesen. Aber gut, ich kenne den Valentin inzwischen gut und der junge Mann ist fleißig und macht seine Hausaufgaben schon. Also würde mich nicht wundern, wenn Springer F4 tatsächlich noch Teil seiner Vorbereitung ist. Ich verstehe den Zug nicht, um ehrlich zu sein, aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. So richtig Perspektive hat der Springer da meines Erachtens nicht. Aber gut, schauen wir mal. Und das einzige Bauernopfer bisher im ganzen Match, das hat der Niklas Huschenbeet gemacht. Das wird immer witziger. Wir waren drin bei König Hans 8. Finde ich den Zug auch wieder? Ja, hier im 13. Also König H8 hat Schwarz gespielt. Also Schwarz muss das Problem mit der Fesselung des Springers F6 lösen. Und der sagt sich, ich werde jetzt im nächsten Dame D7 spielen können. Und wenn du mir dann den Doppelbauern andrehst, ist das in Wirklichkeit überhaupt nicht schlimm. Na gut, schauen wir mal, ob es so kommt. Turm G8. Aha, also der will entfesseln und will dieses Läufer schlägt F6 für Weiß noch unattraktiver machen, weil ja dann gleich in der G-Linie Ärger dasteht. Auf den ersten Blick schaut es trotzdem so aus, wie wenn da einer die Rochade-Regel nicht richtig beherrscht hat. Aber wir kennen das, also so eine Aufstellung mit König H8 und Turm G8, die ist schon denkbar. Und selbst Petrosjan hat manchmal solche Sachen gespielt. Und jetzt noch eine andere Geschichte. Ich habe immer nur vom Entfesseln gesprochen, mit Hilfe eines Damenzuges. Das ist sicher denkbar. Aber jetzt, wo der Turm auf G8 steht, kann man ab jetzt eben auch drüber nachdenken, ob man sich nicht mit Hilfe von H6 und G5 entfesselt. Jetzt wäre dieses G5 im Falle von Läufer H4 möglich. Und ich nehme an, dass der jetzt das Zentrum öffnet. Ja, hat er auch. E5, was jetzt? Gut, Schwarz hat ja keine Wahl, wenn man es genau nimmt. Der muss ja schlagen. Und jetzt Dame C1. Also die Kontrolle über H6 ist ihm furchtbar wichtig. Deswegen C1 ist ja nicht unbedingt das natürlichste Feld für die Dame, aber er will damit draufbleiben. Also, das ist wahrscheinlich auch noch alles vorbereitet. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde es großartig. Die heutzutage, die opfern einen Bauern und spielen dann einfach weiter, wie wenn sie gar nichts weniger hätten. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein guter Weg. Also einen gewaltigen Entwicklungsvorsprung hat Weiß schon. Insbesondere die Türme von Weiß stehen ja goldrichtig, was man den Schwarzen nicht unbedingt nachsagen kann. Also ich finde auch, das schaut gut aus. Und dann machen wir mit dem Maxodlou weiter. Na gut, da ist noch nicht viel weiteres gekommen. Also wir haben eine alte Hauptvariante des Meraner Systems. Und also Dame E2. Und jetzt bin ich insofern gespannt. Na gut, eine Schwarz hat schon geantwortet. C4, Läufer C2. Und naja, jetzt wird es insofern spannend. Schwarz muss sich jetzt entscheiden, ob er denn E6, E5 spielt oder ob er das lieber bleiben lässt. Die Vor- und Nachteile, die kann man ganz einfach benennen, wenn Schwarz hier tatsächlich E6, E5 spielen sollte. Der Vorteil ist, die E-Linie geht so schnell nicht auf, aber der Nachteil ist ja doch, Weiß hat den gedeckten Freibauern D5 und vor allem wird es eben auch so sein, dass dieser Läufer B7 eben fürchterlich lang auf Granit beißen wird. Also insofern kommt mir
E5 nicht attraktiv vor und er hat es auch nicht gemacht. Wir haben seinen 13. Zug gespielt, hat er Läufer Dora 6 und na gut, damit hat er erstmal dreifach Kontrolle über E5. So, Turm E1, jetzt kann ich mich wieder rot austoben. Weiß droht E4, E5. Dagegen muss Schwarz was machen. Das ist insofern spannend. Das ist ja wie wenn's, wenn er ihm sagen würde, ich will E6, E5 provozieren, mach du das ruhig. Und mal schauen, ob er es machen muss. Also er muss ja irgendwie diese Drohung E4, E5 bedienen. Also schlagen auf D5, kommt wahrscheinlich auch E5. Also das wäre alles viel zu riskant. Und wenn er das spielt, dann weiß ich auch nicht. Dann ist wahrscheinlich die Zeit der großen Springerwanderungen gekommen. Also jetzt könnte er es hier machen wie der Gegner von Sebastian Bogner, der Michael Saltaev. Mir fiel gerade nur sein Handle ein auf Chessbase. Zumindest früher nannte er sich Usbek. Also, aber er ist auch aus Usbekistan. Insofern hat das Handle seine Berechtigung. Also warten wir ab, ob er E5 spielt oder nicht. Ich denke mal... Springer E5 ist nichts. Das kommen wir auch in Betracht. Springer E5. Schlecht F4. Das ist denkbar, aber der hängt, ne, der F4. Ne, ist, also, ja. Das heißt überhaupt nicht, dass F4 nicht in Betracht kommt. Ne, ist, also Springer E5 kriege ich hier noch als Vorschlag. Yes. Ich finde auch, hallo, der hat seine Berechtigung, ganz einfach aus dem Grund, weil dieses E6, E5 einfach so unattraktiv ist. Also ich bin mir jetzt zum Beispiel nur nicht sicher, was passiert eigentlich, wenn Weiß jetzt Springer D4 spielt. Ich glaube, die Öffnung der E-Linie ist nach wie vor haarig. E6 hängt und mir fehlt es jetzt nur ein, in einer der berühmtesten Partien in dem System, ich glaube am Ende hat er sie trotzdem gewonnen, hat Karpov gegen Kortschnoi auf B5 einen Springer geopfert und auf die Art einen Haufen Bauern erwischt und später ein gutes Endspiel gekriegt. Und das war damals schon so. Diese Partie, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr die stattfand, ist auf jeden Fall wahrscheinlich Mitte der 80er. Und Karpov hat nach der Partie zugegeben, dass dieses Springeropfer auf B5 Teil der WM-Vorbereitung war, aus dem Match 1978. Ne? Also manchmal bleiben solche Züge einem lang übrig und Karpov hat natürlich auch ein brillantes Gedächtnis und dann ist es schon was wert. Also warten wir ab, wie er die Drohung E4, E5 bedient, ob mit E6, E5 oder eben nicht. Also ich will jetzt das auch nicht zu schlecht reden, weil das kann man so oder so sehen. Also der gedeckte Freibauer ist nervig, aber Schwarz hat ja eben auch das Feld C5 jetzt für den Springer und der Läufer kann dann untenrum wieder rausgehen. Also es ist nicht so, dass Schwarz sich damit eine Ruine aufhalst, wenn er E6, E5 spielt. Ne? Aber dem Max Hodlu scheint es trotzdem, der scheint E5 provozieren zu wollen. Der hält es anscheinend für weniger gut. So, haben wir die nächste Runde komplett? Ne, bei dem Philipp waren wir noch nicht. Und da will mein Rechner auch nicht hin. Kein Wunder, wenn ich falsch klicke. Also, wir waren drin bei E3. Und ich habe gesagt, Schwarz kann jetzt auf F3 schlagen, er kann es auch gerade so gut bleiben lassen. Also er hat es gemacht und ich finde, also ich hätte es auch gemacht, ganz einfach aus dem Grund, wenn man gegen jemand mit 2,195 spielt und Schwarz hat, da schafft man gern so ein bisschen Ungleichgewicht. Und aha, schau an.
Also der will auf, der droht Läufer F6, das ist ernst gemeint. Dann darf der Springer nicht zurückschlagen und dann hängt D5. Also da muss sich Schwarz auf jeden Fall drum kümmern. Hat er auch gemacht. Also, jetzt spielt Weiß doch C4. Also gut, Schwarz hat hier keinerlei Sorgen, aber ob er schon auf mehr als Ausgleich hoffen darf, ist halt wieder die nächste Frage. Vielleicht ist C5 ein spannender Zug, aber sicher bin ich auch nicht. Solide ist natürlich C6. Und noch ein Wort zu diesen Bauern. Das ist ja ein ganz schöner Komplex, aber er ist insofern halt wahrscheinlich lange Zeit furchtbar unbeweglich, weil zumindest E3, E4 wegen dieser Schwäche F4 eigentlich nie in Betracht kommen wird. Also das wäre eine große Ausnahme, wenn das mal ein guter Zug wäre. Ne? F4 kann er natürlich machen. Na gut, also Weiß hält hier seinen Laden zusammen, steht nicht toll, aber natürlich auch nicht schlecht. Wie soll man auch nach 10 Zügen schon schlecht stehen mit Weiß? Ich habe das schon geschafft. Ja. Ja, das soll ich auch ganz gut hinlegen. Ja, das war jetzt die Steilvorlage, die ich gegeben habe. Mit der Antwort war zu rechnen. Also, gestern waren wir so begeistert von Peter Legos Partie. Heute ist es eigentlich, wenn man ehrlich ist, eher fad, was er spielt. Aber gut, die Berliner Variante des Damengambits. Nee, Quatsch. Die gibt es auch, aber das ist die Berliner Variante der spanischen Partie. Und wenn Sie sagen, die ganze Welt sagt doch dazu die Berliner Mauer, dann sage ich ja, aber ich mache das bewusst immer nicht. Wir müssen nicht im Schach das wieder aufbauen, was irgendwann mal eingerissen worden ist. Also ich finde, Schwarz hat hier wenig Sorgen, obwohl man zugeben muss, also wenn man es jetzt vergleicht mit der Stellung hier, die Bauernstellung ist symmetrisch und das schwarze Lager ist halt nur nicht geordnet, weil der Springer D6 so blöd steht. Also ganz geschafft hat er es immer noch nicht, aber im Prinzip muss Schwarz jetzt C6 spielen, das hat er auch gerade gemacht. Und die löbliche Absicht hinter C6 ist, dass man mit G6 Springer G7 und Läufer F5 arbeitet. Und wenn er das alles schafft, dann fehlt ihm einfach nichts mehr. Dann spricht alles für ein Remis. Und damit sind ja vielleicht auch beide zufrieden. Das ist zumindest mein Eindruck heute. Und bei dem Herrn Ragger, da hatten wir vorhin, ja, nach Läufer E6 waren wir drin. Hier habe ich gesagt, Schwarz droht vernichtend H4 mit Figurengewinn. Und ich habe gesagt, ich sehe nur zwei Kandidatenzüge. Der eine ist selber H4, der andere ist Läufer E3. Entschieden hat er sich für Läufer E3. Und ein Lob und ein Hoch auf das moderne Schach. Die Idee muss man erstmal kommen. Also man könnte ja denken, Schwarz würde sich jetzt mal daran machen, eine Figur zu entwickeln, aber weit fehlt der entwickelt den König. Na, ist ja auch eine Figur. Ich finde es trotzdem eine merkwürdige Entscheidung. Aber gut, schauen wir mal. Jetzt trotzdem noch Folgendes. Schwarz ist so leicht hinten dran mit der Entwicklung und ein Zug, den Schwarz hier auch fürchten sollte, ist A3, A4. Das ist keineswegs ein Tempoverlust, sondern das könnte Schwarz auch einen riesen Ärger bereiten, weil B4 ist halt positionell so wenig wünschenswert. Und wenn man den Turm wegziehen muss, dann hat Weiß eben gleich die A-Linie. Also mich würde es auch hier nicht überraschen, wenn der A4 spielen würde. Wir müssen nur vorher sicherstellen, mit Hilfe von König F7 hat Schwarz G6 überdeckt. Das heißt, mit anderen Worten, im Falle von H4
hat Weiß gerade mal noch ein einziges Feld für die Dame. Ne? Na gut, immerhin, ist ja besser als gar keins zu haben. Aber so, da muss er sich sicher sein, dass da eben nicht großer Ärger passiert. Gut, also A4 habe ich noch drinstehen als grünen Pfeil. Sollen wir auch noch einen roten machen? Wenn man es jetzt wissen will, dann kann man natürlich auch über F4 nachdenken. Das ist ja keineswegs ein unlogischer Zug. Es ist positionell wenig wünschenswert, aber ich nehme an, im Falle von F4, also F5 darf Schwarz nicht zulassen. Schlagen ist, glaube ich, auch nicht so gut. Ich glaube, das, was Schwarz hier vorhat, ist in Wirklichkeit, dass er jetzt H4 spielt und nach Dame F2 jetzt schlägt. Und jetzt hat er den Zug Läufer D6. Und wenn das gut funktioniert, dann ist die schwarze Welt auch in Ordnung. Ja, vielleicht haut es ja hin. Also man könnte hier jetzt noch tiefer reingehen und drüber nachdenken. Sie kennen mich ja als Kommentator, ich opfer immer gern die Bauern und Figuren von anderen Leuten. Und jetzt kann man sagen, der E4-Bauer, der ist dank meines antipositionellen Zuges F4 ohnehin ein wenig schöner Bauer. Vielleicht kann man den ja mit E4, E5 einfach über Bord werfen. Das ist gar nicht so, dass das so furchtbar blöd ist. Ne? Aber gut, das soll der Herr Rager selber entscheiden. Also der muss jedenfalls schnell was erreichen, sonst hat Schwarz eine ordentliche Stellung. Und liegen tut es halt wie immer daran. Ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Springer C3, der schaut nur normal aus, aber in Wirklichkeit leistet er einfach gar nichts. Ich kann mich noch erinnern, die Jahre, die ich für Solingen gespielt habe, wie unglaublich mir der Kasimdzianow damals immer auf die Nerven gegangen ist mit so Aussagen. Der hat damals Brett 7 gespielt und war, glaube ich, einfach schon damals viel zu stark dafür. Ne? Und der hat immer, also so 12 aus 15 hat der immer gemacht in der Liga und hat immer erklärt, es sei so einfach, man spielt Pirz gegen die Deutschen und dann stellt man einen Bauern nach C6 und dann begreifen die nicht, dass der Springer auf C3 in Wirklichkeit furchtbar schlecht steht und der Rest geht praktisch von selber. Also ich habe es jetzt bewusst überzeichnet und übertrieben, aber mir ging das damals immer fürchterlich auf den Wecker und inzwischen spielt er, glaube ich, auch keinen Pirz mehr. Aber wir haben ein paar originelle Partien, dass der König wieder die erste Figur ist, die entwickelt wird. Das sieht man ja auch selten. So, wo haben wir was Neues? Na gut, bei dem Miguel nur ein Zug. Da hat Schwarz jetzt nach Turm C1 Läufer G4 gespielt. Keine Ahnung, was er da will. Also er hat jedenfalls diese Springer H5-Geschichte aus der Stellung genommen. Da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn man ehrlich ist, bei F3, das ist auch so Mixed Messages, das kann manchmal sehr hilfreich sein, natürlich kann es auch manchmal schlecht sein, aber mir kommt es eigentlich trotzdem vernünftig vor und dann mit der Idee Springer C3 nach E2 und, nee, nicht nach E4, sondern nach F4, insbesondere falls Schwarz jetzt Läufer E6 spielt. Also ich fand Läufer G4 ein bisschen überraschend, aber okay. Der wird schon wissen, was er tut. Und der Kurmann, der hat nach Springer B6, wie erwartet, Dame B3 gespielt. Das ist der Röntgenblick Richtung B7. Also das wünschenswerte Springer D5 geht nur nicht. Und die machen ihre Wartezüge weiter. So, jetzt wird es insofern spannend. Schwarz hat hier Turm B8 gespielt. Der Zug leistet nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass er B7 deckt. Und das heißt, ab jetzt ist Schwarz bereit für Springer Dora 5. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das hier ein Zugeständnis ist, aber jedenfalls hat er den Bauern H4 jetzt gedeckt und ab jetzt kann er
entweder rochieren oder, wenn er unbedingt will, meinetwegen auch künstlich rochieren. Das kann er auch. Also Schwarz hat jetzt jedenfalls D5 besetzt. Und jetzt bin ich insofern gespannt, ob der Springer E4 zieht. Also dass er schlägt, glaube ich weniger. Dann nimmt Schwarz mit der Dame und die steht dort einfach ausgezeichnet. Also wenn er schlägt, wird er das Problem mit dem Feld D5 beseitigen. Aber er hat, glaube ich, wirklich rein gar nichts davon. Insofern, ich glaube, Schirow würde hier Springer E4 spielen und hinterher eben doch, wie auch immer, einen Angriff am Königsflügel zustande bringen. Schauen wir mal, ob es was wird und ob es so kommt. Bei Sebastian Bogner haben wir auch ein paar neue Züge. Also wir waren bei Läufer G4 drin. F3, Turm D8, soweit so Pflicht. Jetzt hat er den Turm in Sicherheit gebracht und hat jetzt eben die Zeit, den Läufer auch noch in Sicherheit zu bringen. Und naja, also so langsam muss Weiß hier vorsichtig sein. Also diese Läufer C5-Geschichte ist ein Thema und der bleibt ja womöglich gar nicht stehen. Der geht dann auch noch nach E3. Und die andere Geschichte ist, so ein Überfall gegen C2 steht eigentlich auch schon auf der Speisekarte. Also das weiße Eröffnungsexperiment ist schiefgegangen. Schauen wir mal. Aha, jetzt tritt er die Heimreise an. Ja. Ja, gut, aber es ist ja klar, dass Schwarz mindestens aller Sorgen ledig ist. Ob Schwarz wirklich schon richtig viel besser steht, das ist wieder eine andere Geschichte, ne? Aber also im Falle von Springer Dora 4 soll wahrscheinlich Springer E3 kommen. Also Schwarz hat eine prima Stellung. Und bei dem Herrn Dragnev, dieses mysteriöse Springer F4 ist mit Dame C7 beantwortet worden. So, jetzt hängt der Springer und jetzt hat er tatsächlich das gespielt, was ich vorhin eigentlich nur aus Gründen der guten Laune mal in den Raum geworfen habe. Also der will irgendwelche Fitscheleien am Königsflügel vorbereiten gegen F6, aber der Daniel Hausrat, der hat hier gesagt, den Springer so direkt vor der Haustür mag ich nicht, den greife ich erstmal an und schmeiß ihn raus. Und wenn ich jetzt noch sage, naja, man könnte es sogar nennen, es ist ein Doppelangriff gegen A5 und A2, wobei es wahrscheinlich halt trotzdem so ist, dass dieser A2 wenig bekömmlich sein wird. Also, der behält sich den Springer auf H5 und hält das Läufer H6-Thema am Laufen und der Schwarze scheint es auch ernst zu nehmen. Also, ich bin sicher, der hat keine Sekunde daran verschwendet, ob es denn Sinn macht, den A2 wegzuputzen. Es macht ja auch keinen Sinn. Gespielt hat er Springer G6 und Sinn und Zweck von Springer G6 ist hauptsächlich der, er macht das Rangierfeld F8 frei. Jetzt ist Läufer H6 kein Problem mehr, weil er dann mit Läufer F8 G7 verteidigen kann. Und man könnte ja trotzdem argumentieren, also ich will es jetzt nicht immer tadeln, aber eigentlich macht dieser Springer H5 zumindest langfristig keinen guten Eindruck. Was der jetzt für Pläne hier entwickelt, weiß ich auch nicht. Also man könnte jetzt sogar auf die Idee kommen, macht es denn aus irgendeinem Grund Sinn, hier Läuferschlag G6 zu spielen? Also gerade für einen bekennenden Läuferpaar-Fetischisten ist das ein Zug, der mir nur sehr schwer über die Lippen kommt. Und das Ganze macht, wenn überhaupt, nur Sinn, wenn jetzt Dame B3 Schach was wert ist.
Aber das Problem ist, Schwarz hat Dame D5 und dann stellt sich raus, das Schach ist überhaupt nichts wert. B7 ist vergiftet, weil D7 erst recht vergiftet ist und er hat einfach nichts davon. Also Läufer G6 wäre eine große Überraschung und das ist ja auch so ein Zug, den spielt man wirklich nur, wenn es was gewinnt, ne? Den macht man ja nicht freiwillig. Also, wenn Sie jetzt von mir auch noch erwarten, dass ich eine Gesamteinschätzung geben kann, da tue ich mir schwer. Es ist noch nichts richtig Entscheidendes passiert. Wir haben ein paar gute Stellungen. Also insbesondere der Sebastian Bogner hat sehr schnell sehr gutes Spiel gekriegt mit Schwarz. Aber sonst ist eigentlich noch nicht viel passiert. Ich glaube richtig, was losgehen tut jetzt bei Max Sodlu. Das finde ich immer gut. Wir waren drin bei Turm E1 und Schwarz hat tatsächlich Springer E5 gespielt. Von meinem Vorschlag Springer Dora 4 wollte der Herr Max Hodlu nichts wissen. Vielleicht ja auch zu Recht. Also nur der Ordnung halber ist dann Läufer C5 stark, das ist denkbar. Dann droht plötzlich auch Springer EG4, was ja mit Mattdrohung Richtung H2 besonders ernst zu nehmen ist. Also gut, ich finde es immer witzig, dieses auf E5 schlagen und dann F4 zu spielen. Das ist hier im Raum vorhin auch schon vorgeschlagen worden. Und wir sind ja hier die reinsten Hellseher. Und ich habe dann nur ganz zart darauf aufmerksam gemacht, dass der Bauer F4 ja auch geschlagen werden kann, was dazu geführt hat, dass derjenige, der F4 vorgeschlagen hat, sich hier schon beinahe entschuldigen wollte. Aber da habe ich gleich gesagt, das heißt überhaupt nicht, dass das nicht funktioniert. Und der Max Hodlu hat so gespielt. Ich nehme an, das ist noch Teil einer wie auch immer gearteten Vorbereitung. So, jetzt wird es spannend. Also C1, also F4 hängt. Und was soll Schwarz machen? Also auf C1 schlagen, das wäre zumindest furchtbar gefährlich. Womöglich frisst sich Weiß dann Richtung G7 durch. Hat er aber gemacht. Also jetzt, dann machen wir das. Läufer C1 kam und E schlägt F6. Jetzt nur noch der Ordnung halber. Wenn Schwarz hier Dame schlägt E5 gespielt hätte, da tue ich mir auch schwer. Was kommt denn da raus? So, jetzt müssen wir wieder durchzählen und stellen fest, materiell ist das eigentlich alles ganz in Ordnung, ne? Schwarz hat drei Bauern für die Figur und die sind auch beileibe nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob Läufer E4 hier ein Problem sein könnte. Also jedenfalls, das muss aus irgendeinem Grund schlecht sein. Das kann ich jetzt so schnell nicht benennen. Also, aber der Herr Bertzen, der wird sich ja bei Läufer C1 schon was gedacht haben. So, was jetzt? Es ist ja klar, G7 hängt, E6 hängt, C1 hängt. Das ist auf den ersten Blick eine ganze Menge. Was passiert denn, wenn er jetzt, sagen wir mal, Läufer H6 spielt? Wahrscheinlich nimmt er einfach auf E6 weg, stellt das materielle Gleichgewicht wieder her und ist vermutlich mächtig am Drücker, weil der schwarze König nicht zur Ruhe kommt. Also, ich will hier nichts verschreien und will auch den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das macht auf den ersten Blick auch einen richtig guten Eindruck hier. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass Schwarz da sehr schnell nicht mehr zurechtkommt. So, ich muss mal wieder nach meinem Chat gucken. Ja, da haben wir was. Bauerngabel. Schwarz hat gute Verteidigungsmöglichkeiten. Und Begrüßungen kommen aus London. Ja, Menschenskinder. Aus London hört man bei der Schachbundesliga zu. Klasse.
Heute bin ich übrigens noch gar nicht gefragt worden. Gestern bin ich ständig mit der Frage genervt worden, warum ich denn nie was über die Partie von dem Vincent Keimer erzähle. Und als ich dann gesagt habe, ja, weil er nicht mitspielt, dann hat man es mir nicht geglaubt. Aber ich habe heute seinen Namen schon wieder irgendwo gesehen. Also irgendein Partiekopf scheint da falsch aufgesetzt zu sein. Aber gut, ich habe mich ja bei den Partien der Gäste für Leko und Agger entschieden. Übrigens hat der Markus Ragger jetzt tatsächlich diesen, wenn man so will, antipositionellen Vorstoß F4 gespielt und Schwarz hat reagiert, wie ich es Ihnen gesagt habe. Der hat erstmal mit H4 die Dame vertrieben. Ich nehme an, die wird jetzt nach F2 gehen. Und vielleicht kommt es ja tatsächlich zu irgendeinem Bauernopfer in der Mitte. Es ist hier immer noch so, also ich glaube, F5 zulassen kann sich der Schwarze einfach nicht leisten. Dann ist sein König zu schlecht. Also Ragger will die Stellung so schnell wie möglich öffnen, womöglich sogar unter Bauernopfer. Und dann wird sich der Schwarze in Zukunft vielleicht trotzdem zweimal überlegen, ob er nicht, es ist zwar ein bisschen altmodisch, die Rochade anzustreben, aber der König auf F7 steht jetzt trotzdem merkwürdig. Also wenn wir bei der Stellung hier bleiben, wenn es jetzt zum Abtausch der Läufer kommt, man kann das so oder so sehen. Also Weiß hat sich insofern aus dem Fenster gelehnt, wenn Schwarz Springer E7, G6, E5 schafft, dann geht es Schwarz plötzlich richtig gut. Ne? Der Springer gibt ihm dann die Stabilität und dann ist auch mit dem König keine Gefahr. Aber ich glaube, Markus Ragger muss hier irgendwie auf Teufel komm raus E4, E5 spielen. Oder soll das erstmal mit Turm D1? Mit Turm D1 könnte er noch ein Tempo mitnehmen. Also warten wir es ab. Noch steht es so, wir haben noch gar keinen Damenzug von ihm. Aber das ist spannend, weil das ist immer das Schöne. Das, was Schwarz hier treibt, schaut zwar leicht verdächtig aus, aber ehrgeizig ist es trotzdem. Ne? Und wenn es gut läuft, kann Schwarz sogar um Vorteil kämpfen. Ich habe nur den Verdacht, dass es in Wirklichkeit nicht so gut laufen werden wird. Na gut, dann drehen wir nochmal. Aha, der Oliver Kurmann hat jetzt rochiert. Das war genau der Zug, den er mit G3 vorbereitet hat. Jetzt hat er H4 gedeckt und kann nach Springer D5 rochieren. Soweit, so gut. Schlagen auf C3 ist keine gute Idee, dann nimmt Weiß mit dem Bauern. Und das ist deshalb so gut, wenn Schwarz es jetzt schaffen würde, die Damen vom Brett zu nehmen, dann wäre seine Welt schon in Ordnung, aber das schafft er nicht. Die Dame deckt F3 und dann hätte er mit dem Abtausch auf C3 nur dem Weißen geholfen. Also das wird er nicht spielen. Und jetzt noch ein Wort zu diesem Springer hier. Also so ein Zentralspringer genießt ja eigentlich immer zu Recht einen guten Ruf. Das kann man gar nicht anders sagen. Allerdings, man muss zugeben, da liegt die Wahrheit in der Mitte. Dieser Springer D5, der sieht schön aus, aber er greift nichts an. Also Weiß muss nicht ständig irgendwas decken oder sonst wie. Ne? Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Irgendwann muss ja der Schwarze trotzdem auch das Problem des Königs lösen und angehen. Übrigens der ehrgeizigste Zug aus der Sicht von Schwarz wäre F6. Das ist natürlich furchtbar gefährlich, damit schwächt er die Königsstellung, aber dann, das haben wir heute schon mal in einer anderen Partie auch, F6 und König F7, es kommt in Betracht, mich würde es trotzdem sehr wundern, wenn er es macht, weil er dem Weißen einfach Möglichkeiten in der E-Linie gibt. Also ich glaube, das sollte er bleiben lassen. So, haben wir noch was?
Bei Dragnev haben wir nichts Neues. Bei Huschi. Sodele. Also, wir waren drin bei Dame C1 und Schwarz hat die Dame weggezogen. Ne? Wenig überraschenderweise. So, also jetzt ist das, nee, das materielle Gleichgewicht ist noch nicht wiederhergestellt, aber Weiß hat nur noch einen Bauern weniger und das will er auch regeln mit Springer C6. Also ich finde den nächsten Zug von Schwarz ehrlich gesagt überraschend, dieses Dame C5. Okay, es ist klar, was er vorhat. Er sagt sich, diese Drohung Dame F2 ist so stark, dass das Weiß sich drum kümmern wird müssen und dann kann man vielleicht im nächsten noch Springer D5 spielen. Also ich bin nicht sicher. Also Weiß könnte jetzt zum Beispiel auch auf verschiedenfarbige Läufer gehen, mit Hilfe von Läufer E3. Dann hätte Weiß sicher Kompensation für den Bauern, aber vielleicht ja auch nicht mehr. Also die schwarze Stellung, die macht nach wie vor einen etwas merkwürdigen Eindruck, aber vielleicht ist sie ja besser, als sie aussieht. Weil für einen Angriff am Königsflügel hat Weiß schlicht und ergreifend, zumindest im Moment, noch nicht genug Munition da. Ne? Und was macht Leko denn für Manöver? Also, der hat hier ganz gefinkelt Springer B3 gespielt. Also er täuscht Springer C5 an und Schwarz hat das bedient. Und jetzt sagt er sich so, jetzt hat der Mohr seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen, jetzt geht es wieder auf bessere Felder. Also, vielleicht habe ich ja vorhin übertrieben, als ich sagte, es sieht so aus, wie wenn Peter Leko heute gar keine großartigen Gewinnversuche unternimmt. Vielleicht meint er das viel ernster, als ich gedacht habe. Also dieses B6 ist ein Zug, den hat Schwarz bestimmt nicht gern gemacht. Weil wenn jetzt der Springer auf E5 auftaucht, kann es lästig sein. Oder wenn er den Läufer zieht, kann Läufer A6 mal lästig sein. Also vielleicht habe ich das Spiel von Leko hier sträflich unterschätzt. Und er spielt ja trotzdem mit dem Remis in der Tasche. Also schiefgehen kann er hier nichts. Ne? So, habe ich nochmal was Neues? Darf man noch Mohr sagen? Das darf man noch sagen. Das war ja sogar ein Dichterwort. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Und ich finde dieses Thema, na gut, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich rede hier nicht über Politik oder Gendern oder sonst was. Aber jetzt, dass man wirklich eine Apotheke, die 150 Jahre Mohrenapotheke hieß, umtaufen muss, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber gut, das soll hier nicht unser Thema sein. Beim Schach ist man da nicht so kleinlich. Da darf man sogar auch schwarze Bauern schlagen. So, wo tut sich was? Ach, schau an. Der hat tatsächlich Springer C3 gespielt. Ich habe das wirklich nicht erwartet. Okay, also ich verstehe die Absicht. Ich habe Ihnen gezeigt, dass das an sich wünschenswerte Dame D5 vollkommener Unsinn ist wegen C3, C4. Schwarz kommt gar nicht zum Damentausch, aber der bereitet es vor. Also der will jetzt hier, also der spielt es auf das Feld D5 und damit D5 wird Weiß nicht verhindern können. Aber ehrlich gesagt, natürlich übertreibe ich wieder, aber mir kommt Springer schlägt C3 trotzdem wie eine kriminelle Entscheidung vor, obwohl das ein starkes Wort ist. Ne? Also, obwohl ich jetzt natürlich trotzdem wieder schuldig bleibe. Vielleicht ist es sinnvoll, jetzt auf E7 zu schlagen.
oder? Also, ich bin mir auch nicht sicher, der Springer F5 war jetzt die ganze Zeit eine gute Figur, aber jetzt, wo Bauern weißen Bauern auf C3 hat, leistet der Springer F5 nichts mehr. Also, ich finde es eine merkwürdige Entscheidung, dass er das so gemacht hat. Und auch überraschend. Und bei dem Zelbe haben wir auch frische Züge. Da waren wir drin bei Läufer G4. Wenn ich den Zug mal wiederfinde. Nee, ich habe jetzt erstmal den Heime genommen. Okay, also da waren wir bei Läufer A4 zuletzt drin. Den finde ich doch wieder. Oha. Successfully reconnected. Danke. Da muss ich immer froh sein. Das ist gestern in den ganzen 5 Stunden nicht kapiert, dass ich mal rausgeflogen bin. Und man soll es nie loben. Da habe ich die Internetverbindung hier im Haus, wie man auf Bayerisch sagt, über den Schellenkönig gelobt. Und heute bin ich zum ersten Mal abgeschmiert. Aber gut, noch ist nichts passiert. Also wir waren bei Läufer A4 drin. Weiß hat, was hat er gespielt? Springer Bertram 3, Läufer B6. Läufer E5, Läufer C6. Okay, soweit, so gut. Also es bleibt dabei, Schwarz hat keine Sorgen. Der hat ausgezeichnet stehende Läufer. Weiß würde sich mit Läufer schlägt F6 überhaupt keinen Gefallen tun. Der spielt hier lieber C4. Und das ist auch ehrgeizig. Naja, okay, der will Springer D4 spielen und dann B3. Also, und natürlich muss Schwarz auch aufpassen, dass nicht mal trotzdem C4, C5 kommt. Wäre die richtige Stellung für Lothar Vogt, der würde in der Stellung wahrscheinlich sagen, nischt los. Ist Springer E4 ein guter Zug? Oder ist es wieder einfach pseudo-aktiv? Also Sie sehen, ich versuche hier schon wieder krampfhaft irgendwelche sinnlose Taktik reinzubringen. Aber vielleicht ist sie gar nicht so sinnlos. Geht jetzt wieder Läufer A4? Also ich verhunze das weiße Spiel, das schwarze Spiel nach allen Regeln der Kunst und wieder nur wegen einem Trick. Wenn jetzt Springer C3 geht, dann ist dieses Springer E4 womöglich gar keine so dumme Entscheidung. Und das scheint zu gehen. Springer C3. B schlägt A4, kann Schwarz sich erstmal auf D4 bedienen und ist weit vorne. Also vielleicht ist das ein guter Zug, aber das soll der Heime entscheiden. Ich wollte eigentlich eh zu dem Nimzer-Inder was sagen. Und dann habe ich ihn nicht gleich wieder gefunden. Ach, der hat zum zweiten Mal, der hat Gleichläufer A4 gespielt, dann nehmen wir das noch mit dazu, hier im 18. Ja gut, kann man machen. Also es bleibt dabei, der Schwarz hat keine Sorgen, ob er auf mehr als ein sorgloses Leben hoffen darf, das ist wieder eine andere Geschichte. So, wo haben wir denn jetzt mein Nimzer-Inder? Jetzt habe ich doch nur 10 Partien und selbst da verlaufe ich mich. Ja, hier, ganz oben, da ist er. Also, wir waren drin bei Läufer G4 und ich hatte ehrlich gesagt F3 erwartet, aber der spielt Dame A4. Und nach Läufer D7, Dame D1. Also auch hier der Herr Gungel, kenne ich auch nicht, der setzt sich hier auf den Hinterpfoten, auf die Hinterpfoten und sagt sich, willst du vielleicht mit Läufer G4 eine Zugwiederholung und ein schnelles Remis machen? Aber schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass der Miguel das nicht machen wird.
für die, die später gekommen sind, es ist heute für Bayern München wirklich sagenhaft wichtig. Und Must-Win-Situation ist immer ein starkes Wort, aber es geht in die Richtung. Der Abstiegskampf ist ohnehin schon blöder geworden, als wir uns das gewünscht hätten. Und wenn wir heute nicht 2 Punkte machen, dann würde das bedeuten, dass wir in 3 Wochen, übrigens in Oberschleißheim, auch nicht weit weg von München, dass wir da dann noch heftiger unter Druck wären. So, ja, also Kurmann hat jetzt auf E7 getauscht. Das hat er die ganze Zeit nicht gemacht, aber das hat natürlich, oder das macht natürlich Sinn, ganz einfach aus dem Grund, auf die Art und Weise hat er dieses Dame D5-Thema zumindest vorübergehend aus der Stellung genommen. Also gut, viel haben tut er trotzdem nicht, aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht klar, worauf Schwarz hier überhaupt spielt. Nee, eigentlich hat Weiß trotzdem eine schöne Stellung. C6, C5 ist wahrscheinlich für Schwarz auch nicht unbedingt attraktiv. Da kann Weiß immer mit D5 arbeiten. Und vielleicht macht es ja trotzdem Sinn, dem einfach mal einen Springer vor die Haustür und vor die Nase zu setzen. Und dann noch Turm FE1. Und sobald Schwarz rochiert, muss man dann irgendwie auf den H5 losgehen mit der Dame. Und das würde dann dazu führen, dass Schwarz das ausgesprochen wenig wünschenswerte G6 machen muss. Und naja, schauen wir mal. Also auch da eine ganz gute Stellung. Wenn ich jetzt sage, das Match schaut verdächtig gut aus, ist es natürlich übertrieben, aber es scheint heute zumindest bis jetzt rund zu laufen. Aber es ist immer noch Bundesliga, also erfahrungsgemäß ist es nie ein Wunschkonzert. Also Sebastian Bogner, der hat jetzt nach Springer C4 die Gunst der Stunde genutzt und C2 doppelt angegriffen. Und wie soll Weiß damit umgehen? Also übrigens ist es so, wenn Weiß auf die Idee käme, C3 zu spielen, begibt er sich auf furchtbar dünnes Eis. Nee, es geht gar nicht. Ne? Der Turm hat ja keine Felder. Ja. A3 hat er nicht wegen dem Läufer und nach Turm A2 kommt Läufer B1. Also C3 geht schlicht und ergreifend gar nicht. Das verliert direkt Material. Turm C1 ist natürlich auch nicht gerade ein Zug, wo man als Großmeister auf sich stolz ist, wenn man den machen muss. Aber auf der anderen Seite, den C2 abgeben kommt ja auch nicht in Frage. Ne? Also Turm C1 können wir mal drin stehen lassen. Und es ist ja klar, Weiß hat noch einen anderen Scheißzug, um C2 zu decken, kann Läufer D3 spielen, aber das schaut nur wirklich auch nicht gut aus. Ne? Aber vielleicht ist es das kleinste Übel. Also, Saltaev ist ja schon nach wenigen Zügen schwer in die Decke. Ja gut, der muss D5 übersehen oder unterschätzt oder was auch immer haben. Oder er hat übersehen, dass dieses Läufer G4 Schach in Verbindung mit Turm D8 funktioniert und den Laden zusammenhält. Also ist irgendein Grund wird es schon gegeben haben. Ach, und schau an, der Valentin, der hat hier nach Springer G6 gesagt, ich habe die Nase voll davon, dass mir bei jedem Zug der A2 geschlagen zu werden droht. Ich spiele hier einfach A3. Und A3 hat natürlich auch noch eine andere Funktion, ist ja klar. Der Weiße würde, wenn man ihn denn ließe, liebend gerne C4 spielen mit Angriff auf die Dame. Und das führt dann dazu, dass er eben auf C4 gar nicht stehen bleibt, sondern auch noch C5 spielt.
und ich habe jetzt farbenfroh alle meine Farben eingesetzt. Ne? Also wenn Weiß das schafft, dann hat Schwarz, glaube ich, Ärger auf F7 und überhaupt am Königsflügel und hat überhaupt auch zu wenig Raum. Also der muss sich jetzt schnell was einfallen lassen. Er probiert es mit der Karpov-Methode. Nee, das war nicht die Karpov-Methode. Obwohl Karpov wahrscheinlich auch für einen Mausslip immer mal gut wäre. Wenn auch nicht gleich für zwei hintereinander. Schaffen wir hier vielleicht mal auf E1 zu schlagen. Bravo. Also, gut, vermutlich nimmt er jetzt mit dem Turm. Und was jetzt? Also ich sage es immer, die Karpov-Methode, das nennt kein Mensch so auf der ganzen Welt. Aber ich habe das oft erlebt, dass Karpov im richtigen Moment immer einen Turm runtergetauscht hat und auf die Art doch geschafft hat, immer den gegnerischen Angriff so ein wenig aufzuhalten. Und die Lex Karpov, habe ich es immer genannt, ist eben tatsächlich die, dass man sagt, in der Regel ist der Abtausch eines Turmpaares ganz günstig für den Verteidiger. Ich weiß nicht, ob der Daniel jemals von der Lex Karpov gehört hat. Der scheint eher von der Tauschgeilheit getrieben zu sein hier. Und ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Also dieses C4, C5 Thema, das gibt es ja nach wie vor. Aber wie ist es denn, wenn Weiß jetzt die Türme tauscht und Dame G4 spielt? Das macht keinen dummen Eindruck. Dieses Dame C8 liegt in der Stellung und es wird für Schwarz einfach furchtbar schwer. Natürlich kann der Dame C7 spielen und dann spielt man auch noch Läufer F5 und jetzt hat der Schwarze schon zwei Figuren, die nicht mehr ziehen können, nämlich den und den. Und das kann ja nicht günstig sein. Da muss man ja jetzt nicht Wirtschaftswissenschaften studiert haben, um zu sagen, auf die Art hat er ein bisschen weniger Möglichkeiten zur Verfügung. Gut, auf der anderen Seite, ich gebe es ja gern zu, diese, naja, Moment, wir müssen das hier eigentlich sogar ganz ernst angehen. Jetzt, wo die Dame auf G4 steht, muss Schwarz natürlich auch furchtbar aufpassen, dass er nicht plötzlich F4 und F5 angedreht bekommt und der Ärger gegen G7 reinschneit. Also das macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck, aber vielleicht gibt es auch noch andere gute Möglichkeiten. Der Valentin Dragnev überlegt an seinen 19. Zug und schauen wir mal, wofür er sich entscheidet. Ich entscheide mich dafür, nochmal auf meinen Chat zu gucken. Schach ist keine Raketenwissenschaft. Tauschen und Dame G4. Der Meinung bin ich auch. Ach, der Dr. Drink and Drive, ja. Der zum Glück immer mit dem Zug fährt. Ne? Also Tauschen und Dame G4 macht auf den ersten Blick einen prima Eindruck. Und der Usbek, also der Herr Saltaev, der hat sich gedacht, der war sich nicht zu blöde. Der hat Turm C1 gespielt. Wie mein Freund, wer hat das immer gesagt? Ich muss überlegen. Dieser Amerikaner, der jetzt auch verklagt worden ist von niemand. Ja, Nakamura. Nein, nicht Nakamura, den meine ich nicht. Also der hat immer, ich den vollkommen verblödet. Gut, fällt mir nachher gleich wieder ein, der Spruch, den der immer sagte mit seiner tiefen Stimme, er sagte immer, protecting an extra pawn is no joking matter. Es,
Also wir haben etliche gute Stellungen aus Sicht von Bayern München und natürlich was Zählbares oder gar ein Führungstreffer, das haben wir noch nicht. Ach, und schau an, der Ragger hat das gar nicht vorbereitet, sondern einfach sofort gemacht. Wir waren drin bei Dame F. Ach, der ist nicht nach F2, sondern nach F3. Okay, kann man machen. Und jetzt sehen wir den Unterschied. Jetzt wirft er den E-Bauern über Bord, aber natürlich nicht, wie ihr blutrünstiger Kommentator vorschlug, unter Bauernopfer, sondern er tauscht im Prinzip seinen E-Bauern gegen den schwarzen C-Bauern. Also ob da viel dabei rumkommt, wage ich aber trotzdem zu bezweifeln. Schließlich kann Schwarzer jetzt dieses wunderbare Tempo mitnehmen mit Springer E7. Also ich glaube, da hat Weiß nicht viel. Also da bin ich nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung war, die der Markus Ragger hier getroffen hat. Ich schreibe jetzt mal Springer E7 rein. Das wäre ja der normalste Zug der Welt. Aber wir Schachspieler sind ja immer so blöd und versuchen, das Gute mit einem noch besseren zu ersetzen. Und macht es denn aus irgendeinem Grund Sinn, hier mit Turm C8 anzufangen? Einfach mit der Absicht, vielleicht auch gelegentlich mal auf C3 reinklopfen zu können. Also mir gefällt es nicht, was der Markus Ragger hier gespielt hat. Jetzt steht die Dame, die Schwarze, im Zentrum plötzlich furchtbar stark. Und ich bin ja kein Freund von so Statistiken, aber irgendwann mal hat so statistische Untersuchungen, die haben tatsächlich ergeben, dass im Sizilianer immer die Seite besser abschneidet, deren Dame mehr schwarze Felder kontrolliert. Ne? Also ich mag solche Verallgemeinerungen eigentlich im Grunde genommen gar nicht, aber wenn es stimmen sollte, dann wäre Schwarz hier weit vorne mit seiner Dame auf E5. So, das ist doch schon mal gut. Also, ja, natürlich ist der Miguel der Zugwiederholung ausgewichen. Nach Dame A4, Läufer D7, Dame D1 hat er sich gesagt, du hast mir ja jetzt den Zug Läufer D7 geschenkt. Hat er ja wirklich. Davor stand es nämlich so. Und jetzt hat er die gleiche Stellung am Zug mit dem Läufer auf D7. Also den hat er geschenkt gekriegt. Und jetzt sagt er sich, jetzt ist Springer C6 gut spielbar. Stimmt das auch? Naja, das wird schon seine Richtigkeit haben. Obwohl ich trotzdem immer noch, also ist dieses Springer H5 gefährlich oder ist es eine Lachnummer? Ah, jetzt verstehe ich. Es ist eine Lachnummer. Der kann schlagen auf H5 und jetzt den unverschämten Zug G6 spielen. Dame schlägt D5, ist in Wirklichkeit gar keine gute Idee. Dann kommt Springer B4 und das gibt mit diesen beiden Läufern in der D-Linie einen Mordsärger. Ne? Also das kann er sich gar nicht leisten. Jetzt mal ganz abgesehen davon, der hat ja eigentlich gar keine Möglichkeit, Kontakt zu D3 zu halten. Damit C4 läuft er in Läufer E6 und macht direkt Schluss. Also gut. Also es wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn dieses komische Springer H5 wirklich Vorteil versprochen hätte. Aber es ist halt immer so, geprüft haben wird es der Miguel trotzdem und hat er ja auch gut daran getan. Also übrigens, diese ganze Variante hat ja auch nur funktioniert, weil er den Zugläufer D7 geschenkt gekriegt hat. Ohne den Läufer auf D7 hätte das aus der Sicht von Weiß funktioniert. Ja, ich weiß, einen kleinen Fehler gemacht sozusagen.
Also, oder was hergeschenkt so ein bisschen. Ja, gut. Weiß hat ein kleines Zugeständnis gemacht. Aber dem war halt diese verdeckte Remiskeule, glaube ich, ein kleines Zugeständnis wert. Ja, ja. Und es ist ja trotzdem so, man vergisst es immer, wir Schachspieler, wir sind ja eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Also Koffer packen können wir ganz gut, weil wir immer unterwegs sind. Und natürlich sind wir auch über Jahre hinweg darauf dressiert worden, auf unsere Elo-Punkte zu achten. Und die Elo ist ja allein schon ein Grund für den Miguel, hier kein schnelles Remis zu machen. Außerdem ist es ja durch die Regeln wäre es sogar gedeckt. In der Bundesliga gibt es natürlich auch spezielle Remis-Regeln. Das kann ich ruhig nochmal sagen. Ich halte sie nach wie vor für unsinnig. In der Bundesliga darf man vor dem 20. Zug kein Remis machen. Und 20 Züge müssen auch von beiden Seiten gespielt worden sein. Also wenn Weiß seinen 20. macht und Remis bietet, heißt er dem Schwarzen eigentlich nur ein Problem auf. Der darf das nämlich gar nicht annehmen. Aber das wissen ja auch manche eben nicht. Ne? Ich finde trotzdem, dass es zeitgemäß wäre, darüber nachzudenken, dass mindestens auf 30 oder noch besser auf Remis darf man erst nach der Zeitkontrolle machen, zu verschärfen. Und ich fände es allein schon deshalb besonders gut, so ein alter Remis-Schieber, wie ich selber einer bin, der ist ja dann vor sich selber geschützt. Dann muss man über den Blödsinn nämlich gar nicht mehr nachdenken, wenn man es eh nicht darf. Ne? So, haben wir was Neues? Ja, das schaut doch gut aus, was der Oliver Kurmann hier hat. Der hat im 18. tatsächlich Springer G5 gespielt und jetzt Turm D3. Den habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also der will eben die Option Dame D1 haben. Okay. Und jetzt haben wir wieder, ich sage es ruhig nochmal, weil ich auch der Meinung bin, dass man es wirklich sagen darf. Den Klassiker, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der hat dafür gesorgt, dass Schwarz um dieses G6 nicht rumkommt. Und jetzt ist er zurück nach E4. Und der steht natürlich blendend. Ne? Also der verhindert sowohl C5, wirft einen Blick auf F6 und lässt sich hier alle Optionen offen. Also Weiß hat eine prima Stellung. Zugegeben, es wird nicht leicht, das zu gewinnen, weil Schwarz ja eben trotzdem schon furchtbar viele Figuren abtauschen konnte. Aber Weiß steht besser, da gibt es nichts zu drehen und nichts zu deuteln. Und wenn ich sowas sage, schreibt mir normalerweise immer im Chat, die Engine sagt aber, es ist 0,00. Ist aber in dem Fall, glaube ich, nicht der Fall. Was ist denn aus der Partie von dem Maxodlu geworden? Oha, nicht schlecht, Herr Specht. Also, ich muss zugeben, vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich so ein abgrundtief feiger Sack bin. Aber einen gedeckten Freibauern auf E7 hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht und ich spiele schon 50 Jahre Schach. Schauen wir mal, was das wird. Wir waren bei EF6 zuletzt drin. Und na gut, was soll Schwarz machen? Der hat seinen Läufer in Sicherheit gebracht und Weiß hat sich bedient. Und na gut, der Schwarze hat wahrscheinlich gesagt, wie man es macht, ist verkehrt. Ich bringe jetzt meinen König auf die Seite. Mir fallen die Worte in Sicherheit in dem Fall schwer. Aber er hat jedenfalls lang rochiert. Gut, wahrscheinlich ist es besser als kurz zu rochieren. Und jetzt bleibt Schwarz ja schon mal gar nichts anderes übrig, als Turm E8 zu spielen. Und es macht einen furchtbar verdächtigen Eindruck. Nee, es geht halt einfach hinten und vorne nicht. Also wahrscheinlich ist der einzige, der einfachste Weg für Weiß, hier Läufer F5 Schach zu geben und dann Turm D1 zu spielen. Das droht schlicht und ergreifend Läufer Dora 7.
Schwarz kann jetzt mit Dame C5 Schach, mit Hilfe von Dame C5 Schach, die Damen vom Brett nehmen, wird ihm wahrscheinlich aber auch nichts nutzen. Aber gut, ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass der wahrscheinlich sogar einen noch besseren Weg finden wird. Der hat noch super Läufer E4 gespielt. Ja. Hier. Ja, Läufer E4. Und Schwarz hat G-Steck, das X-Genommen. Also Läufer E4 mache ich dann hier erstmal zur Hauptvariante. Und es ist ja klar, was er will. Er will die weißen Felder im Zentrum nutzen. Und das macht ja auch einen guten Eindruck. Der Turm soll nach D1. Also das schwarze Experiment ist, glaube ich, richtig ordentlich schief gegangen. So, jetzt, wenn man ehrlich ist, muss man trotzdem noch wenigstens einen Blick werfen. Macht Dame B6 Schach Sinn? Das ist ja trotzdem ein bisschen was. Gut, ich glaube, Weiß will keine Damen tauschen. Der wird König H1 spielen. Und im Falle von Dame F6 spielt er halt Läufer schlägt B7 nebst Springer D5. Und dieser Monsterbauer auf E7 sichert ihm natürlich mehr als ausreichende Kompensation. Also, das schaut richtig gut aus. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich könnte mir gerade in der Partie wirklich vorstellen, dass Schwarz da vielleicht sogar nicht mal lange zurechtkommt. Und das wäre schon mal gut. Wir wissen alle, wie gut so ein Führungstor ist. Ne? Und dürfen auch gerne mehr sein. So, was haben wir sonst? Bei Huschi haben wir eine Weile nicht mehr geguckt. Da waren wir drin bei Dame Cäsar 5. Und naja, der hat jetzt den F2 gedeckt mit Hilfe von Dame F4. Das macht er erstmal keinen dummen Eindruck. Also Dame schlägt F7, funktioniert natürlich deshalb. Erstickter könnte ja das Matt gar nicht sein. Also Schlagen kommt überhaupt nicht in Frage. Aber jetzt hat er noch einen schicken Zug gefunden. Wie schaut es denn jetzt aus? Springer E4 hat er gemacht. Menschenskinder. Das ist eine Frechheit, die zwingen hier einen alten Mann zum Rechnen. Naja gut, wahrscheinlich bleibt dem Weißen einfach ein Endspielvorteil übrig. Den Bauern hat er ja zurück. Und im Falle von Läufer F7 nimmt er halt auf C5 und spielt dann gegen die schwachen schwarzen Bauern. Also, es kam schon, Läufer schlägt F7. Also jetzt gibt es die Wahl. Man kann entweder den Läufer mit Schach schlagen oder sich hier bedienen. Ich glaube, im Grunde genommen kommt es eh auf ungefähr ein und dasselbe heraus. Weiß hat den Bauern zurück und wird im Endspiel eben die schwachen Damenflügelbauern bearbeiten. Auch das macht einen guten Eindruck. Und bei dem Philipp Lindgren, da waren wir auch eine Weile nicht mehr. Da waren wir ungefähr hier drin bei C4. Also der hat jetzt einfach genommen und wieder genommen. Also jetzt bringt er die Option Dame H4 ins Spiel, aber also ehrlich gesagt bin ich nicht beeindruckt, wie Schwarz das gespielt hat, aber das kann sich ja auch noch ändern. Gut, wahrscheinlich sollte Weiß jetzt D5 spielen. Und so ein Zug wie Dame H4 ist ja eigentlich wegen Läufer G2 nicht zu befürchten. Also der Weiße wird Spiel in der C-Linie bekommen. Das ist das eine. Und diese Bauern, naja, also die sind jetzt auch nicht unbedingt was die helle Freude auflöst,
Auf der anderen Seite, es wird für Schwarz furchtbar schwer, den G7 ins Spiel zu kriegen. Und er schafft es eben auch nicht mehr rechtzeitig nach D6 mit dem Läufer. Also das hätte er, glaube ich, besser hinkriegen können. Und dabei ist D5 ja jetzt noch nicht mal das Einzige. Ne? Also Schlagen auf E5 kommt schon auch in Betracht. Ist auch spannend. Und nach Läufer schlägt E5. Na gut, jetzt muss man wahrscheinlich Turm D1 spielen und steht auch nicht schlecht. Also da hatte ich eigentlich auf mehr gehofft in der Partie. Ich nehme an, dass das immer noch knapp ausgeglichen ist, aber ich hätte inzwischen lieber Weiß. Und vor allem habe ich einfach darauf gehofft, dass da auch mal was anderes kommt. Wie der Dario Doncevic immer zu sagen pflegte, dass... nee, darf ich keine schlechten Witze machen. Der hat immer gesagt, irgendwann muss doch mal der ILO-Anzeigerzug kommen. Aber der ist bis jetzt nicht gekommen. Und der Russe, den ich vorhin gemeint habe, und in meiner Senilität den Namen nicht rausgebracht hat, war natürlich der Max Kluge. Der hat immer gesagt, dass mit dem Protecting an extra Pawn is no joking matter. Das hat er gesagt und wahrscheinlich der Ivan Sokolov auch. Ne? Das sind die zwei Sprüche, die mir von Sokolov am meisten immer in Erinnerung geblieben sind. Also mit dem Extra Pawn und dem Protecten. Und beim Turnier in der Nähe von Heidelberg, da kam, ja gut, wir sind ja hier unter uns, kann ich das schon mal erzählen, kam Sokolov aus der Bar, hat mich völlig fassungslos angeschaut und sagte, Klaus, we finished the gin, nothing to be done. Aber gut, dann musste halt statt Gin Tonic was anderes trinken. So, wo tut sich was? Aha, der spielt hier A5. Keine Ahnung, was er da will. Na gut, die weiße Stellung ist schön, sogar sehr schön, aber es ist nicht einfach. Ne? Es ist zum Beispiel jetzt schon mal die Frage, ob es denn sinnvoll wäre, jetzt mit A4 einfach gegenzuhalten. Einfach mit der Idee, am Damenflügel mal Schwächen zu schaffen. Das ist denkbar. Auf der anderen Seite, wenn es blöd läuft, schafft er sich eben auch selber auch wieder eine Schwäche. Also die weiße Stellung ist schön, die ist ästhetisch anzusehen, aber es ist kein so richtig kristallklarer Plan da, mit dessen Hilfe Weiß sagen könnte, auf die Art und Weise schiebe ich den jetzt zusammen. Da sind wir noch weit davon entfernt. Wir haben die nächsten Züge bei Sebastian Bogner. Der hat hier Springer D4 gespielt gehabt. Das war ja auch ausgesprochen gut. Der Doppelangriff gegen C2 ist lästig. C3 kommt überhaupt nicht in Frage, weil nach Springer B3 der Turm keine Felder hat. Der ist einfach weg. Und deswegen musste der hier zähneknirschend Turm C1 spielen. Und gut, jetzt hat der Sebastian erstmal den Bauern gedeckt, warum auch nicht. Und er bleibt mit dem Läufer hier lästig. Also es ist wirklich sagenhaft, wie schnell der das geschafft hat, mit Schwarz besser zu stehen. Immerhin, jetzt kann Weiß Läufer C4 spielen, ja, hat er auch gemacht. Und kriecht so ein bisschen raus, um... Jetzt nach Läufer C4 ist er ja auch bereit für C3. Also vielleicht ist es in Wirklichkeit gar nicht so weit her für Schwarz, wie ich dachte. Aber gut, auf der anderen Seite, was macht Schwarz jetzt eigentlich? Weiß eigentlich, wenn Schwarz Läufer C5 spielt? Das schaut schon nicht unflott aus. Ne? Also wahrscheinlich ist Springer B3 eine rote Drohung. Weil da gleich in der D-Linie
der Ärger reinschneit. Also Schwarz steht prima. Ob ganz und gar was rumkommt, wird man sehen. Ich könnte mir vorstellen, ja. So, jetzt ist das passiert, was ich vorhin doch am Anfang schon vermutet hatte. Da dachte ich, Peter Leko ist heute sehr Remis-lastig unterwegs. Einen Moment lang habe ich dann noch gedacht, als er Springer B3 gespielt hat, das war eine gute Entscheidung. Er kitzelt dem Schwarzen was raus und geht jetzt doch auf die guten Felder. Aber gegen diese blöde Berliner Variante ist einfach wenig zu machen. Der hat er geschafft, gar alles runterzutauschen. Also Van Forest gegen Leko Remis. Ich weiß gar nicht, ob die schon vorher schon mal gegeneinander gespielt haben. Früher hat man gesagt, na selbstverständlich haben die gegeneinander gespielt in Weigernsee. Aber ich glaube, seit der Van Forest dort mitspielen darf, ist der Leko nicht mehr dabei. Ne? Und der war ja da dort über viele Jahre immer mit dabei. Ich kann die erste Partie wegklicken. Was nehmen wir als nächstes? Ja, das hier. Jetzt erstmal. Wo habe ich hier? Mit 10 habe ich angefangen, jetzt sind es nur noch 9. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Also der Valentin Dragnev, der hat jetzt tatsächlich auf E8 das letzte Turmpaar auch noch abgetauscht und jetzt eben diese latente Bedrohung von G7 hergestellt. Und das führt eben tatsächlich dazu, dass Schwarz wahrscheinlich auf absehbare Zeit weder den Springer bewegen darf, noch den Läufer. Also ich habe vorhin, glaube ich, als ersten Vorschlag Läufer F5 gemacht. Das ist sicher ein vernünftiger Zug. Damit stellt er sicher, dass der nicht so schnell da unten rauskommt. Aber vielleicht geht es ja noch besser. Ist F4 hier eine gute Entscheidung? Das ist gut denkbar. Das ist ein wenig grobschlächtig, diese Vorgehensweise. Aber diese F5-Geschichte ist ja ernst gemeint und Schwarz hat kein Gegenspiel. Also das schaut richtig gut aus, was der Valentin hier hat. Und zwar ist beides gut. Ne? Also gut, die Entscheidung treffen muss er. Oder gibt es gar noch eine andere Sache? Kommt Läufer H6 auch in Betracht oder übertreibe ich es schon wieder? Wahrscheinlich übertreibe ich es. Also Weiß hat jedenfalls eine prima Stellung. Wie hat sich... Ach, und bei Ragger habe ich doch vorhin gesagt, das Qualitätsopfern, und das kam tatsächlich. Wir waren drin bei Dame schlägt C6. Und ich war hier eigentlich schon der Meinung, dass diese Operation, also hier dieses E5, damit hat er ja nichts gewonnen, auch nichts verloren, also auch nichts geopfert, sondern hat schlicht und ergreifend sein E gegen den schwarzen C eingetauscht. Aber Schwarz hat hier eben eine schnelle Entwicklung. Dem bleibt hier nichts anderes übrig, als wieder Dame F3 zu spielen, sonst scheppert es nämlich wahrscheinlich auf C3. Tapfer, tapfer. Also der sagt sich vermutlich zu Recht, dass Weiß jetzt mit dem Bauern nehmen muss, um den Läufer D5, nimmt den Läufer E2 gedeckt zu halten. Also der hat mit dem Bauern genommen und jetzt kommt der nächste Ärger. Ja, das läuft blöd. Also wieder
Dame angegriffen und der Läufer angegriffen. Gibt nicht viele Felder, die der jetzt betreten darf. C3 ist ja auch noch angegriffen. Also, langer Rede, kurzer Sinn, wenn er den Läufer verteidigen muss, gibt es ja zu Dame F2 eigentlich kaum eine Alternative. Und dann nimmt Schwarz auf C3 und hat den ersten Bauern für die Qualle und womöglich bleibt es ja gar nicht der letzte. Also das schaut gut aus. Keine Ahnung, ob der jetzt die Qualität zurückgeben sollte. Vielleicht ist das das Gescheiteste. Ja, wahrscheinlich macht er das. Schwer zu sagen, was da rauskommt. Im Falle von Dame schlägt D5, könnte Weiß ganz gut C4 spielen. Ja, das schaut wie der richtige Zug aus. Insofern bin ich auch gar nicht sicher, ob sich Schwarz mit diesem Qualitätsopfer einen richtigen Gefallen getan hat. Aber gut, das sehen wir in einer Stunde. So, da haben wir auch frische Züge. Wir waren zuletzt drin bei Springer Cäsar 6. Also, der Miguel Santos Ruiz, was für ein wohlklingender Name, der hat dieses stille Remis-Angebot abgelehnt natürlich. Und jetzt hat er eine weitere Figur auf ein normales Feld gestellt. Und so langsam wird es ja doch ernst mit diesem Bauern D4. Also es ist spannend. Schwarz versucht den Weißen zu überreden, wenn man so will, freundlich, aber bestimmt, dass er die Spannung auflöst. Und ich finde, er hätte es nicht machen sollen, aber jetzt hat er es gemacht und jetzt haben wir wieder ein Klassiker. Hängende Bauern und geht schon los. Jetzt ist der C-Bauer gleich doppelt angegriffen und Springer E4 geht nicht, weil da der E-Bauer davor, der Springer G3 das verteidigt. Also hier bleibt Schwarz gar nichts anderes übrig, als C4 zu spielen und jetzt trotzdem. Wenn jetzt jemand sagt, das schaut aber stümperhaft aus, dann kann ich nur darauf verweisen, es gab mal ein Kandidatenfinale zwischen den Herren Timmern und Short und da hat der Nigel Short, glaube ich, mindestens zwei, ich weiß nicht, ob es drei waren, also auf jeden Fall zwei Damen-Gambit-Partien gespielt, wo er genau diese Struktur eingenommen hat. Und die erwies sich als gar nicht so verkehrt. Das war dieses Kandidatenfinale, wo der Sieger dann Anatoli Karpow herausfordern durfte, der eigentlich gar kein Recht hatte und keinen Weltmeistertitel, aber der hat den halt von der FIDE gekriegt, weil Kasparov sein Match gegen Short auf Privatbasis verkauft hatte. Ne? Aber das ist lang her. Das ist über 20 Jahre her. Die Wiedervereinigung fand 2008 statt. Dieser WM-Kampf zwischen Kramnik und Anand hat dazu geführt, dass wir dann erfreulicherweise wieder nur noch einen Weltmeister hatten. Und das ist ja doch allemal besser. Also, Weiß hat Läufer C3 gespielt. Das ist natürlich vernünftig. Und keine Ahnung, ob er jetzt plant, B3 zu spielen oder ob er einfach plant, sich weiterzuentwickeln. Naja, also ich glaube, fürchten muss, weiß ich hier auch nicht. Was können wir dem Schwarzen hier empfehlen? G6 ist auch so ein Zug mit Pro und Contra, weiß man nicht so genau. Also, ich finde es ja toll, dass der Miguel die Partie auskämpfen will. Und auch so ein klein wenig Risiko zu nehmen bereit ist. Das ist eine prima Sache. Aber er ist, glaube ich, immer noch weit davon entfernt, irgendwelchen Vorteil zu haben. Also
Er könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, jetzt G6 zu spielen, nebst H5. Das ist schon spannend und es kommt auch in Frage. Aber womöglich treibt er den Springer nur auf bessere Felder. Und eine ganz andere Geschichte ist die, also so ein Zug wie B2, B3, für den ist Rot auch unangemessen hoch als Evaluierung. Aber dieses B3 mit dem schlummernden Turm C1, das führt ja trotzdem dazu, Schwarz darf auf keinen Fall schlagen auf B3, weil er dann mit dem Springer C6 Ärger hat. Also hier zählt jeder Zug. Wie eigentlich immer im Schach. Also das ist eine der wenigen Erfahrungen, die ich gemacht habe im Schach. Es ist ja furchtbar schwer, was zu lernen, beziehungsweise es ist auch furchtbar schwer zu lernen, nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Also ich bin im Leben wahrscheinlich 15 Mal matt gesetzt worden, weil ich den gegnerischen Angriff immer erst ernst nahm, als es zu spät war. Und gut, also ich bin halt einer, der an die Verteidigung immer glaubt und es war halt jeweils zu spät. Und es gibt trotzdem andere, die ihre Fehler abstellen können, aber leicht ist es natürlich nicht. Dafür braucht man gute Trainer. Und die gibt es ja heutzutage. So, hier gibt es Ranking of Correct Move Prediction. Na, schauen wir mal. Das hört sich eigentlich so an, wie wenn irgendeine weitere Partie zu Ende gegangen ist. Aber vielleicht ist es ja eine, bei der wir nicht dabei sind. So, wo können wir was machen? Ach, schau an, der Sebastian Bogner, der hat nach Läufer C4 erstmal das Tempo B5 mitgenommen. Ja, das ist natürlich möglich. Also Weiß hat geschlagen und Läufer A2 gespielt. Und jetzt kommt das gleiche Problem in der neuen Verpackung daher. Es droht schlicht und ergreifend Springer C2 oder Springer BF3 oder Springer B3. Also im Prinzip ist jeder Springerzug eine Drohung. Und da dieser Springer auf D4 so zentral steht, gibt es ganz schön viele Züge, mit denen Schwarz hier, Weiß hier fertig werden muss. Keine Ahnung, der jetzt aus dem Turm rausgehen muss und König E1 spielen muss. Ist auch kein Zug, den man gerne macht. Das ist dann wieder so, da werde ich dann als Kommentator sagen, wenn der König auf E1 steht, der steht zum zweiten Mal da. Weiß hat kein Rochaderecht mehr. Ne? Also, läuft flott bei Sebastian Bogner und das ist auch allemal gut so. Wo tut sich was? Also, der hat hier weder D5 noch D schlägt E gespielt, sondern Turm D1. Und das war jetzt, glaube ich, die erste etwas schwächere Entscheidung. Naja, vielleicht auch nicht. Also, wenn Schwarz zu Dame F4 käme, wäre das ja schon gut, aber vielleicht wird Weiß jetzt sogar F4 spielen. Na gut, also jetzt sehe ich wieder eher Chancen für Schwarz hier was machen zu können. Dame F4 ist eine Sache und bei F4 bin ich mir nicht so sicher, ob nicht jetzt so ein gieriger Zug wie Läufer H6 nicht einfach sogar ein Problem darstellt. Ne? Was macht er jetzt eigentlich mit dem Bauern? Wahrscheinlich darf der gar nicht F4 machen. Ja, war ein Schritt in die richtige Richtung für den Philipp. Das Turm AD1 war keine gute Entscheidung. Der hätte schlagen können, vorbeiziehen können, aber den Abtausch zulassen hat eben dieses Feld F4 geschwächt und mit dem muss er jetzt leben. Also das ist ein Fortschritt für Schwarz.
und hatten unser Freund Paham Maksudlu, der hat gestern Abend schwer gejammert, weil er, naja, im Prinzip hat ihm seine Partie, glaube ich, einfach den Appetit verdorben, wenn man ehrlich ist. Aber beim Essen hat er dann geklagt, dass sein Eistee zu kalt gewesen sei und die Suppe zu heiß und dass er jetzt völlig durcheinander sei und lieber ins Hotel geht. Der hat sein Hauptgericht dann nicht mal aufgegessen. Also wir waren drin bei Läufer E4. Ne? Der will das Feld D5 für den Springer erobern. Geschafft. Was jetzt? Der steht da drin, also Schwarz wird nicht mehr an den E7 herankommen. Das Einzige, worauf er aufpassen muss, also so ein Zug wie Springer F6, weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist, da kommt womöglich Turm schlägt E7 und dann hat Weiß mit G2 noch Ärger. Und dieser Bauer E7 ist ja eigentlich der Stolz der weißen Stellung. So, was soll er jetzt spielen? Also ein naheliegender Zug wäre zum Beispiel Dame H5. Das ist auch nicht furchtbar blöd. Das greift Läufer und Bauer an und also da würde er mindestens den Bauern zurückgewinnen. Also der wird hier was finden. Das kann nicht gut gehen, was der Schwarze hier treibt. Und auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Match schaut verdächtig gut aus. Ne? Und es ist heute wirklich wichtig für Bayern. Und vielleicht klappt es ja. So, Kirchweihe gegen Deggendorf sind schon 5 Remis gemacht worden. Ja, das kommt halt manchmal vor. Und ach, und ich habe da vorhin diesen Quatsch erzählt mit der Statistik, dass das mit den schwarzen Feldern im Sizilianer immer die Seite im Vorteil ist oder häufiger gewinnt, deren Dame mehr schwarze Felder kontrolliert. Und das muss Timmern schon vor 30 Jahren geschrieben haben. Das beruhigt mich sehr. Der Dr. Drink and Drive mit ihrem Gedächtnis scheint ja trotzdem noch alles in Ordnung zu sein. Ist auch Dame F2 eine Idee? Natürlich ist Dame F2 auch eine Idee. Das ist überhaupt kein dummer Zug hier. Also statt Dame F2 ist natürlich auch ein spannender Zug. Schlicht und ergreifend mit der fürstlichen Absicht Springer B6 Schach nebst Turm D7. Das ist auch nicht so ganz und gar unflott. Also es ist einfach viel möglich hier und wir werden sehen, was er macht, aber es schaut sagenhaft gut aus. Sowohl bei ihm als auch bei dem Sebastian Bogner. Ach, da hat der Saltaev noch. Ach, das war natürlich eine gute Entscheidung. Der hat jetzt mit Hilfe von Turm E1 diese Springerabzüge, die drohten, bedient. Ganz einfach, indem er dem E3 nochmal extra Schutz verliehen hat. Und jetzt ist es, ja, ich will es jetzt nicht als uneinseitig bezeichnen, aber ein kleines Problem hat Schwarz eben doch auch. Es ist ja klar, der hier schreit, steht auf H8, den muss er irgendwie ins Spiel bringen. Aber ist ja leichter gesagt als getan. Kurz rochieren kann er nicht, wegen Regel. Und König E7 schaut auch nicht unbedingt toll aus. Also, das muss er lösen. Also er könnte es zum Beispiel lösen, indem er jetzt Läufer F7 spielt. Aber der Läufer steht ja eigentlich schön auf G6 und er will ihn ja gar nicht unbedingt abtauschen.
Aber vielleicht ist es trotzdem der gesündeste und einfachste Weg. Wie schon Einstein geschrieben hat, man soll alles so einfach wie möglich sehen, aber eben nicht noch einfacher. Ne? Auf die Art wird er vermutlich nach dem Abtausch auf F7 die Türme verbinden und dann sich in der D- oder auch in der A-Linie austoben können. Und hier, wenn ich jetzt sage, hier ist ja schon alles für ein Epaulettenmatt angerichtet, ist es sicher übertrieben, aber dass der Weiße hier keine gute Stellung hat, ist ja offensichtlich. Ne? Also, vielleicht findet der Bogner ja noch was Besseres als Läufer F7, aber schauen wir mal. Und Dragnev hat jetzt das gespielt, was wir dachten. Aha, also wir waren drin bei dem Abtausch auf E8 und jetzt Dame G4. Und da habe ich doch vorhin gesagt, man muss doch kein Wirtschaftswissenschaftler sein, wenn man hier ausrechnet, dass Schwarz so viele Figuren hat, die überhaupt nicht mehr ziehen können und dass es ein Nachteil ist. Ne? Also der verteidigt hier seine Haut teuer und der nächste Zug ist natürlich insofern spannend. Dragnev plant schlicht und ergreifend F4, F5 und dagegen muss er sich ja erstmal was einfallen lassen. Dame E7 kommt deshalb in Betracht. Jetzt ist F6 doppelt gedeckt und im Falle von F5 kann er Läufer Dora 7 spielen. Aber das kann er nicht nur, das muss er auch. Ne? Ja gut, aber die schwarze Stellung macht trotzdem einen grausigen Eindruck. Selbst wenn Weiß jetzt einfach die Dame wegzieht. Ne? Also jetzt hängt der Springer ja wirklich. Also würde er nach F8 gehen müssen. Und es spricht doch eigentlich gar nichts dagegen, jetzt auf den Haberern loszugehen. Die Läufer verhindern jegliches Eindringen in der E-Linie. Also da ist einfach nicht viel zu machen für Schwarz. Also das schaut gut aus. Vielleicht hat ja der Daniel gestern sein Glück fürs Wochenende schon verbraten. Der hat gestern in einer der letzten Partien, die noch lief, wirklich wie durch ein Wunder, ich glaube, ein relativ einfach verlorenes Endspiel mit verschiedenfarbigen Läufern noch retten können, weil der andere, anstatt einen Bauern zu schlagen, den lieber blockiert hat. Und das war ein schöner Kampf. So, wo tut sich was? Max Sodlow ist noch am Überlegen, beziehungsweise vielleicht hat er da unten auch schon einen Zug gemacht. Huschenbeet waren wir eine Weile nicht mehr. Also, wir waren zuletzt hier bei Dame schlägt F7 drin. Hier nach Springer D5, Dame F7. Wenn man so will, ein eleganter Zug. Die darf natürlich nicht geschlagen werden, weil es gleich matt ist. Und wie ging denn das jetzt weiter? So, soweit so normal. Jetzt bleibt Weiß nichts anderes übrig, als Springer E5 zu spielen. Aha, und jetzt sei ein Problem da. Läufer B4. Ist das wirklich ein Problem? Vielleicht ja. Also das hat Schwarz gut hingekriegt. Der ist mit dem Läufer von da unten rausgekrochen und der Witz der schwarzen Operation ist ganz einfach der, der Turm muss ja den Springer E5 decken und das kann er jetzt plötzlich nicht mehr von einem gedeckten Feld aus. Der muss jetzt irgendwo in die E-Linie, also entweder nach E2 oder nach E4 und dann spielt Schwarz Läufer Dora 6. Und jetzt muss er wieder was machen. Jetzt ist sogar ganz schlecht. Na, vielleicht nicht, vielleicht ist alles in Ordnung. Vielleicht ist es auch Remis. Und mit Remis meine ich, dass Weiß jetzt Turm E1 spielen muss und Schwarz wieder Läufer B4 spielt. Also das würde mich nicht überraschen, wenn es so kommt.
Aber schauen wir mal. Nee, der hat was anderes gefunden. Den habe ich nicht gesehen. Im 24. Aber den fügen wir jetzt ein. Jawohl, das ist viel besser. Manchmal ist man als Kommentator, besonders wenn man schon über 60 ist, einfach mit Blindheit geschlagen. Natürlich ist Läufer D2 viel besser als den Turm in der E-Linie auf ein ungedecktes Feld zu stellen. Das hält auch den weißen Vorteil fest. Ich habe das schwarze Manöver überschätzt. So gut ist es gar nicht. Ja, grüß Gott. Spät aber doch. Ich habe gerade das erste Ergebnis. Bei Bayern ist die erste Partie zu Ende. Remis am Platz 7. Am Platz 7? Wer spielt denn an Platz 7? Kurmachen gegen. Ach so. Ja. Ja, das ist gut. Mit dem muss ich heute in die Schweiz. Nee, nicht muss. Mit dem darf ich nachher in die Schweiz fahren. Aber wir haben noch Zeit. Ich glaube, der gebuchte Zug geht erst um 5. So, also die Partie so ungefähr. Ja gut, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Die weiße Stellung schaut bildschön aus, wie gemalt. Und es ist trotzdem einfach furchtbar schwer, hier Fortschritte zu erzielen. Beziehungsweise Springer H5 droht nicht. Und F3 und G4 ist ein möglicher Plan, aber das kann halt auch schnell mal nach hinten losgehen. Und das wollte er nicht riskieren und hat anscheinend Remis gemacht. Das ist allemal in Ordnung. Ich meine, Schwarz kommt zu Turm B8 und spielt dann B4 und dann wurde der. Ja, ja, das kann schon sein. Ja, also die weiße Stellung schaut so schön aus, aber es war klar, dass es nicht einfach wird. So, übrigens. Bei Miguel ging es weiter. Da kam nach Läufer C3 Läufer B4. Das ist natürlich eine gesunde Entscheidung. Der hat sich einfach angeguckt, welche Figur vom Gegner ist denn furchtbar stark. Und da ist er fündig geworden in dem Läufer auf C3. Und den tauscht er jetzt ab. Und das macht keinen verkehrten Eindruck. Also ich glaube, es ist immer noch nicht so, dass er gleich Vorteil hat, aber wie heißt es immer so schön, schlechte Läufer decken gute Bauern und das ist schon in Ordnung, was er hier macht. Im Falle von, es gibt ja eigentlich nur Läuferschläge B4 und B3, wobei B3 wahrscheinlich riskant ist. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, Bogner hat jetzt übrigens Läufer F7 gespielt. Das ist ein gesunder, pragmatischer Zug. Der sagt sich, du willst mir die Rochade verderben, aber ich will unbedingt meine Türme verbinden. Und auf die Art und Weise schaffe ich's. Also ich glaube, hier steht Schwarz einfach besser, ohne ein Risiko eingehen zu müssen. Also dieses Konstrukt hier mit dem König und diesen zwei Türmen, sowas hat man normal nur im Fischer Random Schach, also Chess 960. Aber weiß doch. Spielt jetzt Turm 1. Weiß spielt jetzt Turm 1. Ja, ja, das kann er schon machen. Ich nehme das dann mit dazu, sobald wir es hier haben. So, wo tut sich was? Nee, Max Hodlo haben wir immer noch keinen neuen Zug. Bei H5 gespielt, glaube ich. Hm? H5 hat er gespielt. Das war der, den ich vorhin als ersten nannte. Ne? Gut, das war auch. Man muss es ja nicht immer komplizierter machen, als es ist. Ne? Also, das war klar, auf die Art gewinnt er den Bauern zurück und gut ist. Ach, und der hat nach Dame H4. Wo haben wir es denn? Dame C3 gespielt. Okay. Nee, das ist vorwärts.
Also Dame C3, ganz einfach mit der Idee, im Falle von Dame F4, Dame G3 oder Dame E3 zu spielen, um die da nicht ewig stehen zu haben. Naja, also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das kann jetzt in beide Richtungen gehen. Im Prinzip stellt Weiß die ganzen Bauern auf Schwarz. Das kann in so einem Fall auch schulmäßig sein, obwohl Schwarz einen schwarzfeldrigen Läufer hat. Und ist ja klar, was der will. Der will irgendwie auf Angriff spielen. Turm FD8 kam schon und Läufer H3. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass die hier bald zu einer Zugwiederholung finden werden. Aber gut, das wäre alles auch nicht schlimm. Wir müssen vorne unsere Partien gewinnen. Bruckner steht blendend. Maxotu steht blendend. Bei Huschenbeet weiß ich nicht, wie blendend es ist. Der hat jetzt dieses Läufer D2 gespielt. War ja anscheinend auch das Beste. Und jetzt Turm E6. Und wahrscheinlich tut der Weiße ja jetzt trotzdem gut daran, wenn er diese Fesselung in der E-Linie gleich auflöst. Ne? Das kann er ja zum Beispiel machen, indem er jetzt Springer D3 oder Springer F3 spielt. Ne? Wenn ich gesehen habe, passierte das auch. Ja. Ja, was soll er auch sonst machen? Also G3 nebst F4 wäre im Prinzip wünschenswert. Das Problem ist aber, dass nach G3 Schwarz Turm AE8 hat und nach F4 kommt womöglich G5 und dann ist auf jeden Fall nichts gewonnen. Also der muss jetzt einen Turmpaar tauschen und da ist ja auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Dann kann ihm auf der Grundlinie nicht mehr viel passieren. Der König soll dann schnell bisschen in die Mitte und auf der C-Linie geht das Spiel weiter. Also Huschi steht besser. Maxotlu steht auch besser und Dragnev steht ja auch richtig viel besser. Oha, das ist ja noch viel besser als das, was ich Ihnen vorhin genannt habe. Wir waren drin bei F5. Und es ist klar, der schwarze Springer darf nicht weg, weil es dann auf G7 direkt matt ist. Also Schwarz muss Läufer D7 spielen und jetzt spielt er einfach Läufer C4. Das ist ziemlich derb. Es droht schlicht und ergreifend, Dame schlägt Gustav 6. Und was macht er da dagegen? Der fliegt einfach nach H8. Ja, H8. König H8 hat er gespielt. Ja, aber das macht nur wirklich einen ausnehmend verdächtigen Eindruck. Ja. Also Läufer schlägt F7 ist jetzt natürlich möglich, aber ich glaube, das würde den ganzen Vorteil vergeben. Das macht er bestimmt nicht. Obwohl man sowas ja nie sagen soll als Kommentator. Naja, vielleicht macht es ja trotzdem Sinn, sich das Leben wieder einfach zu machen und mal die Dame wegzuziehen. Jetzt muss er ja wieder Springer F8 spielen und jetzt Dame F2. Was macht Schwarz dagegen eigentlich? Also der Einschub von Läufer C4 und König H8 hat ja ganz einfach zur Folge gehabt, dass jetzt dieser Bauer H4 eine noch lohnendere Beute ist. Also das macht einen mächtig guten Eindruck und Schwarz hat ja nach wie vor kein Gegenspiel. Also der steht auch bombig. Also das heute müsste ja wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn das wieder schief geht. Aber gut, die ganze Saison hat der Teufel schon seine Finger im Spiel.
Und hier habe ich nichts Neues. Und bei Kirchweih sind schon ganz viele Remisen gemacht worden. Okay? Die jugoslawischen Meisterschaft. Ja, das weiß ich nicht, ob das so einfach ist und ob man das heutzutage überhaupt noch sagen darf, dass es komplizierter geworden ist. Also, das macht einen guten Eindruck hier. In München darf man. In München darf man. Ja, hier ist ein gutes Beispiel vorgegangen. Ja, in München darf man das sagen, habe ich mir sagen lassen. Und was hat mein alter Kapitän früher immer gesagt? Und das, nee, lass mal die alten Sprüche. Aber der hat wirklich immer gerne gesagt, dass München näher am Balkan ist, als die meisten das denken. Das meinte ich nicht, weil das mit dem Klartext. Ach, ich weiß gar nicht, ob das auch viel öffentlich war. Gut, also Dragnev steht, glaube ich, eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon fast auf Gewinn. Und womöglich kann man das fast auch weglassen. Das kann eigentlich nicht gut gehen, was der Schwarze hier hat. Bei Huschenbeet ist jetzt tatsächlich der Turm getauscht worden. Schauen wir mal bei dem Racker vorbei. Aha, ja, das kam, wie ich es Ihnen vorhin sagte, nach diesem Qualitätsopfer auf C3. Jetzt haben wir die folgende Situation. Die schwarze Dame steht natürlich furchtbar stark und die Weiße ist mit ihren Deckungsaufgaben im Grunde genommen überfordert. Also der kann nicht gleichzeitig C3 und E2 decken und deswegen war es das Gescheiteste, die Qualität direkt zurückzugeben. Wenn er mit der Dame geschlagen hätte, hätte er sich auch nicht unbedingt einen Gefallen getan. Dann kann Weiß, glaube ich, ganz gut C4 spielen und im Endspiel wird er der Läufer wieder stark. Ne? Das ist immer das Gleiche. Ne? Also deswegen hat er mit dem Springer genommen. Jetzt ist C4 wahrscheinlich weniger interessant, obwohl nicht mal das sicher ist. Turm D1 hat er gespielt und dafür muss er gut rechnen. Also der lässt hier den Gegner ganz schön nah an sich ran. Was passiert denn jetzt? Na gut, wahrscheinlich hatte der Schwarze eben einen Dauerschach als Versicherung. Wenn Weiß jetzt zum Beispiel Dame C6 spielt, dann kommt eben Springer E2 und die Drohung Dame C8 matt ist nicht gut zu decken, aber nach König B1 kommt ja wieder Springer C3 und dann geht es ja auch nicht weiter. Nee, es geht für Schwarz weiter. Das darf Weiß gar nicht spielen. König B1 kommt, Springer C3 und jetzt Dame E1 und Springer A4. Oder ist das auch nur Dauerschach? Also, ich mache hier den alten Fehler. Ich soll es eigentlich nicht machen. Ich bin doch alt genug und erfahren genug. Long Line, Wrong Line. Also, so ist es immer, wenn man über Schach redet und kommentiert. Ich habe das Gefühl, dass da am ehesten ein Dauerschach dahinter steckt, aber warten wir es ab. Ich kann die erste Partie, nee, die zweite Partie für heute wegklicken. Der Oliver Kurmann, wie es gesagt wurde, der hat Remis gemacht an Tisch 7. Der hat ein solides Wochenende hinter sich und hat aber leider keine Partie gewonnen. Weil das sah ja bei ihm gestern auch lange Zeit, hatten wir Hoffnung, dass gegen Solingen noch ein Mannschaftspunkt rauskommt, wenn der Oliver zum Beispiel gewinnen könnte. Und der hat, glaube ich, zwei verbundene Freibauern gehabt und es hat trotzdem nicht geklappt. So, wo ist jetzt seine Partie? Hier. So, jetzt gucke ich bei der Gelegenheit auch noch auf meinen Chat.
Maxodlou hat den Punkt eingesammelt. Das ist gut. Ja, also, das stand ja auch schon länger drauf, dass da Schwarz nicht zurechtkommen wird. Aber wir kriegen es halt ein bisschen später und den Grund kennen sie alle. Das liegt an dieser 15-minütigen Verzögerung. Aber wenn jetzt die Fachwelt denkt, dass das so ein wunderbar funktionierendes Mittel gegen Cheating ist, dann soll man es halt in Gottes Namen machen. Wir haben genug zu tun. Achso, ne, da kam Turm A1, also noch nichts Neues. Und naja, ich nehme an, jetzt wird er rochieren. Kann er machen, muss er aber nicht machen. Aber es schaut ja gut aus. Nach Abtausch auf F7 nimmt er dann mit dem Turm und ist zur Verdoppelung bereit. Also Schwarz hat eine prima Stellung. Von der Gewinnstellung zu sprechen ist noch ein bisschen arg früh. Aber es schaut gut aus, was er hat, und Weiß hat ja alle Hände voll zu tun. Ich habe ja vorhin gesagt, der hat es ja schon angerichtet fürs Epaulettenmatt, aber das kommt natürlich nicht, aber der muss ja erstmal dran arbeiten, diese komische Aufstellung wieder einigermaßen zu reparieren. Was passiert bei Heime? Da war man eine Weile nicht mehr. Der hat insofern jetzt was verändern können. Also wir waren hier, glaube ich, drin. Und das ist aus der schwarzen Sicht ein Fortschritt. Also der hat jetzt einfach einen technischen Vorteil. Der schwarzfeldrige Läufer ist wertvoller als sein andersfarbiges Pendant. Ganz einfach aus dem Grund, weil Schwarz lange gegen F2 Druck haben wird. Und auch im Zentrum Schwächen da sind. Also Schwarz steht, glaube ich, jetzt besser. Aber es ist natürlich noch ein weiter Weg, das zu gewinnen. Und der Grund ist ganz einfach der, alles tauschen wäre halt auch keine gute Idee. Was hat er hier gespielt? G5. Okay. Also das geht schon mal so los, wenn Weiß jetzt tauscht und wieder opponiert, dann ist er nach Abtausch auf D1 und Springer E4 wahrscheinlich geplatzt. Wie heißt es immer so schön, es ist ein Zeichen des modernen Schachs, den G-Bauern in allen Lebenslagen zwei Felder vorzuspielen. Naja, aber das ist jetzt trotzdem, das ist schon ein guter altmodischer Zug. Es ist ja auch ein Luftloch und es bedrängt den Läufer ein wenig, ne? Er hängt ja auch nicht. Ein gutes Zeichen des modernen Schachs ist es, G4 zu spielen, wenn der Gegner ihn nehmen kann und der normale Breitenschachspieler nicht den Schimmer einer Ahnung hat, worüber die Konfrontation sein soll. Was ist modernes Schach? Also es bleibt dabei, der Heime plant G4 nebst Springer E4 und dann gibt es plötzlich Spiel gegen den König. Aber ich kann das so schön reden hier, oder kann versuchen, das so schön zu reden, wie es nur irgendwie geht. Ideal wäre es natürlich trotzdem, wenn es ihm gelänge, sich mit dem Turm irgendwie reinzumogeln. Aber das ist im Moment nicht realistisch. Also H3 kam. Da ist nichts gegen einzuwenden. Und jetzt kann er H5 spielen. Ja, also jetzt droht G4 noch viel größer, mit viel größerer Wucht, weil der ja gar nicht stehen bleibt auf G4, sondern bis nach G3 vorrückt. Also Schwarz steht gut, aber ob was zu machen ist, vielleicht ja. Der hat einfach einen technischen Vorteil und ich habe doch vorhin gesagt, es wäre für Weiß, für Schwarz geradezu ideal, wenn er mit dem Turm sich reinmogeln könnte und vielleicht schafft das ja. Jetzt mit G4 und das, dann geht die H-Linie auf und vielleicht kommt er so rum rein. Also im Prinzip die Türme abtauschen wird er nicht wollen und eben auch nicht müssen.
Und Miguel ist gar nicht bereit, unglaublich viel abzutauschen. Ja, warum auch? Ne? Also der hat jetzt, na gut, nach Dame A5 kam es eben trotzdem hier zum Abtausch. Und es bleibt dabei, ich habe vorhin das erzählt mit Short und Timmern, die in diesem Kandidatenfinale tatsächlich mehrfach diese Struktur im Damengambit erreichten. Also Short hat immer die schwarze Seite gehabt. Der war damals ein unglaublich großer Spezialist von diesem Damengambit, also von diesem Tartakower-System im Damengambit. Also die schwarze Stellung, wie soll man das sagen? Wenn ich sage, sie ist besser, als sie aussieht, stimmt das einigermaßen. Dieser schlechte Läufer ist in Wirklichkeit gar nicht so schlecht. Und die weißen Leichtfiguren stehen ja auch alles andere als ideal. Also vielleicht soll der Springer ja sogar nach E5. Also wenn ich mir die Seite raussuchen dürfte, würde ich eigentlich sogar lieber schwarz nehmen. Obwohl ich zugeben muss, am Ende kommt ja wahrscheinlich trotzdem wieder ein Remis heraus. E3, E4 braucht man nicht großartig zu diskutieren. Da zieht schwarz vorbei und weiß hat sich nur ein Problem eingehandelt. Ne? B3 kann er natürlich machen, aber eigentlich nimmt er da auch dem Schwarzen die Arbeit ab und hilft ihm dabei, einen Freibauern zu bilden. Also glaube ich auch nicht, dass er das machen wird. Jetzt wäre es eigentlich schön, wenn mal wirklich die Züge von Max Hodlo kämen. Ja, paar sind da. Also wir waren drin bei, ja, bei Turm G8, Springer D5 und hier stand es ja drauf, dass Schwarz nicht zurechtkommt. Der kommt nicht auf den der kommt nicht an den E7 ran und das Einzige, was Weiß eben noch nicht so ganz schnell machen darf, ist Springer schlägt F6, dann wäre Turm schlägt E7 ein Problem, weil ja hier noch diese Mattdrohung im Hintergrund lauert. Aber das ist ja jetzt für einen Mann von Max Hodlos Klasse nicht so schwer auszurechnen. Der hat nach F5 einfach Dame H5 gespielt. Den Zug hatte ich Ihnen genannt. Das ist das Einfachste und auch das Naheliegendste. Und es greift ja doch ein paar Sachen an. Und es bleibt ja auch dabei, schadet ja auch nichts, wenn man das materielle Gleichgewicht wiederherstellt. So, schauen wir mal, Läufer G5, Dame H7. Tja, dem graust zwar nichts, aber das ist ja klar, im Schutze dieses Springers und im Schutze des Bauern E7 kann der ja im Prinzip machen, was er will. Und jetzt auch noch H4. Ja, auch das geht. Warum denn nicht? Also der weiße König steht erstaunlich sicher. Ja gut, das war schon das 1-0. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bayern führt 1,5 zu 1,5. Remis an Brett 7, Sieg an Brett 1. Und wenn ich jetzt sage, das war aber auch eine Bringschuld, dann ist es natürlich übertrieben. Aber gestern hat er verloren und heute hat er es mit Weiß wieder gut gemacht. Und es ging ja auch erfreulich schnell. Jetzt schauen wir nochmal bei dem Dragnev. Da waren wir drin bei König H8. Das hat er gespielt. Springer schlägt F6. Aha. Ja, das ist natürlich auch richtig gut. Der hat jetzt schon einen Bauern gewonnen und da kommt noch mehr.
Was soll Schwarz überhaupt machen? Ich glaube, das wird der Nächste sein, der gewinnt. Also die mächtigste Drohung ist hier Läufer G5. Das nimmt dem schwarzen König das Feld E7 und dann droht plötzlich schlicht und ergreifend matt. Und da gibt es wenig dagegen zu erfinden. Also das schaut richtig gut aus, das kann nicht mehr lange gut gehen. Wahrscheinlich bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als Läufer E6 zu spielen. Aber dann ist dieses Läufer G5 furchtbar stark. Der weiße König steht sicher, es gibt keine Gegentricks. So, ich kann erstmal die nächste Partie hier löschen, damit wir hier auch ein bisschen Überblick kriegen. Die hier. Close Board. 2, 4, 6, 7. Also, Daniel Hausrath, der hat tatsächlich Läufer E6 gespielt. Was hätte er auch machen sollen? Auf die Art und Weise hat er F7 gedeckt. Also Weiß könnte jetzt auch den technischen Umweg nehmen. Das Läufer-Endspiel wäre natürlich gewonnen. Aber ich glaube, dieses Läufer G5 macht doch direkt den Sack zu. Ja. Ich glaube, nach Läufer G5 muss er aufgeben. Jetzt noch F6. Ja, dann nehme ich einfach auf F6 und schnauf den E6 mit Schach ein. Das geht einfach nichts mehr. Also ich glaube, das macht direkt aus. Aber gut, das wird er dann auch spielen, wenn es so ist. Und was macht unser Freund Bogner? Der hat nach Turm A1 rochiert, wie geplant. Und jetzt fängt er mit dem Verdoppeln an. Beziehungsweise vielleicht will er ja auch in die C-Linie. Also, der Weiße hat sein Konstrukt hier ein klein wenig entzerren können, aber für gute Nachrichten langt es noch lange nicht. Ne? Also, es ist wirklich eine schlimme Stellung für Weiß. So, und irgendjemand hat hier schon wieder was richtig erraten, was geschehen ist. Also es schaut so aus. Schnauft den E6 mit Schach ein. Ja, also was ist daran so lustig? Also, genauso wäre es gewesen, also, wenn er so spielt. Also Dragnet wird schnell gewinnen jetzt vor uns, das heißt, dann haben wir schon 2,5 und es geht in die richtige Richtung. So, wo können wir hin? Bei Huschenbeet waren wir eine Weile nicht mehr und auch bei Lindgren. Ja, da habe ich das schon in der ganze Zeit den Eindruck, dass Weiß eigentlich ziemlich remislastig unterwegs ist. Also der, und es spricht auch nichts dagegen. Also, wie oft haben wir denn die Stellung jetzt schon gehabt? 25. Turm 5. D7 und dieses Läufer H3 hat man schon 1, 2 und jetzt zum dritten Mal. Also das wird auch Remis. Das heißt, dann steht es im Moment aktuell 2-1 und wenn der Dragnev gewinnt, 3-1. Das ist fein und das ist auch ziemlich komfortabel, obwohl ich den Ausdruck eigentlich ungern verwende. Aber es ist ja tatsächlich so, es steht ja keiner schlecht. Ne? Ich meine, da kannst du andere Frage stellen, weil wir jetzt bei uns sehr billig sind. Man gesetzt den Fall, Bayern bleibt in der Liga, 36 auch und Zugzwang steigt ja auf. Wer entscheidet dann eigentlich, wer von den beiden nächstes Jahr die Reisepartner sind und wer können Sie die Kriterien? Ich habe gerade hier eine interessante Frage gestellt bekommen. Also obwohl das eigentlich
noch reines Wunschdenken ist, oder arbeiten Sie auch bei diesem, bei diesem bayerischen Fernsehsender, wo ich den Stefan Kindermann gesehen habe, mit dem Reporter, der der Meinung war, jetzt haben wir auf jeden Fall drei Bundesligisten in München. Also die Frage ging nach der Reisepartnerschaft und da gibt es gar nicht großartig was zu entscheiden. Das ist ganz einfach so. Das macht ein Programm und rechnet es aus. Und die günstigste Variante wird genommen. Ich hatte es am allerersten Wochenende hier in München schon zu beantworten. Warum denn um Gottes Willen 36 nicht mehr Reisepartner von Bayern ist? Ja, weil ich denke, doch, was ja, aber es ist klar, ich habe gesagt, man kann nicht sieben schöne Pärchen bilden und dann hat man als letzten noch Deggendorf und Kiel übrig. dann ist nichts gewonnen. Also, ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern und 36 beide in der Liga waren. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass Zugzwang aufgestiegen ist. So, die haben jetzt aber trotzdem keine Züge wiederholt. Oder doch? Auf der anderen Seite, es ist immer nach der Saison immer so ein Thema, welche Mannschaften ziehen zurück. Also in den letzten Jahren waren ja die Rückzüge sehr zahlreich, ob jetzt mal Schwäbisch Hall oder Eppingen oder... Es waren einige auf alle Fälle. Da stimmt was nicht. Also ich glaube, das wird auch bald vor ins Remis. Und... ja gut, das mit den Rückzügen ist wieder ein anderes Thema, aber da ist im Moment, glaube ich, nicht viel in Sicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese, es gab ja auch viele Jahre, wo es Aufsteiger gab, die ihr Aufstiegsrecht gar nicht wahrnehmen wollten. Danach sieht es aber dieses Jahr auch nicht aus. Ne? Also, ich glaube, die wollen alle. Ne? Wer ist Aufsteiger? Rüdersdorf, Neuwied und Zugzwang und Neuenberg. Ja, irgendjemand aus dem Badischen, glaube ich. Bittigheim, oder wie das heißt? Ja, ich weiß nicht mal genau, wo das ist. Aber gut, das muss man sich ja auch nicht jetzt überlegen. Wir müssen erstmal heute gewinnen. Auch das Wildschweins nicht verteilen. In drei Wochen nochmal gut spielen und die Klasse halten. Und wenn es dann drei Münchner Vereine in der Bundesliga geben soll, dann sei es ja gut so. Da ist überhaupt nichts dagegen. So, ja, jetzt haben wir das nächste Remis. Das ist, die haben hier eben doch die Züge wiederholt. Und was habe ich gesagt? Wie steht 2-1 im Moment? Ja, und Kleiner spielt die Läufer G5. Und Dragnev hat auch gewonnen. Das ist, die Ergebnismeldung ist schneller als die Züge. Okay. Ja, das ist logisch. Und die das ist ja. Das Leitung hat ja keine Viertelstunde Verzögerung. Ja, das ist korrekt. Da werden einfach die Könige hingestellt und fertig. Und ich finde es immer erstaunlich, wie oft das passiert. Also in dem einen der letzten Partien gestern, da ist dann auch wieder, als die Könige nach E4 und D5 gestellt wurden, naja, E4 und E5, es ging ja Remis aus, ein Zug übertragen worden. König E4, das hätte auf der Stelle verloren und ist natürlich auch nie gespielt worden, aber wenn es möglich ist, wird es halt übertragen. So, wohin gehe ich zurück? Ich gehe mal zu Miguel und der macht Druck in der B-Linie. Jetzt lösche ich erstmal den hier raus. Und bei Dragnev ist es so, der hat jetzt gewonnen, das ist prima, das heißt Bayern München führt 3-1 und es kam dieser Zugläufer G5, den hatte ich Ihnen genannt, nachdem ist einfach Haus und Hof und Hund und Katz alles weg. Der Läufer überdeckt E7, das heißt Weiß droht auch zu allem Überfluss matt und schlagen darf er nichts. Also das ging wie aus einem Guss, sehr schöne Partie. Ich mache nochmal auf den Schlüsselzug aufmerksam. Also ich war misstrauisch, das gebe ich gerne zu. Aber, Moment, wo war das? Hier. Hier im 14.
kam Valentin Dragnev plötzlich mit Springer F4 daher. Und ich habe nicht so ganz verstanden, worauf der überhaupt hinaus will. Aber der wollte tatsächlich auf so Fudelideen am Königsflügel raus. Und letzten Endes hat es ja auf die Art und Weise auch gut hingekriegt. Also ich habe das Gefühl, dieses Karo-Kann-System mit H5 hier im neunten Zug, ich habe Ihnen ja die Historie am Anfang des Morgens erzählt, die Popularität lässt, glaube ich, nach. Inzwischen pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass das halt trotzdem auch nicht so gut ist. Eine Zeit lang war das unglaublich effektiv und erfolgreich, aber ich würde Ihnen nicht raten, auf den Zug noch mit aufzuspringen. Ich glaube, der ist schon weg. So, haben wir den nächsten Zug von Saitaev. Moment, ich habe wieder das Vergnügen, eine Partie wegklicken zu dürfen. Es wird weniger. Es ist schon Halbzeit. 5 von 10 sind noch übrig. Und im Chat schreibt man mir, dass der Münchner SC eine Abstiegswahrscheinlichkeit von 60% habe. Nicht etwa 59 oder 61, sondern genau 60. Das weiß ich nicht. Ich wünsche denen nichts Schlechtes. Und eigentlich gab es dieses Reisepärchen mit den 36ern, auch in den 80er Jahren schon, da hatte ich die. Und in der zweiten Liga hatten wir sie auch als Reisepartner. Um genau zu sein, 60,1. Ja, prima. Dann wissen wir es ja trotzdem endlich genau. Ich glaube, keine Statistik, die man nicht selbst gefälscht hat. So ungefähr. Also, was ist hier los? B4. Es ist offensichtlich, was er will. Der will dann irgendwann mit dem König nach B2, aber das kann er doch noch nicht. Also normal schaut jetzt Läufer B6 aus. Und da spricht, glaube ich, auch überhaupt nichts dagegen. Also wenn er Läufer B6 spielen sollte, dann hat Weiß wahrscheinlich wenig Möglichkeiten. Der würde ja liebend gern König B2 spielen, aber das geht nicht, wegen Springer schlägt F3. Und also der König muss noch die Aufgabe übernehmen, den Läufer D2 zu decken. Insofern hat Weiß eigentlich gar nicht so viel Auswahl. Wahrscheinlich soll der auf F7 schlagen. Und jetzt Turm A6 spielen. Ach. Und jetzt hat Schwarz wieder was, um was er sich kümmern muss. Ne? Also, ich hätte ja den Königsturm liebend gerne auf der C-Linie eingesetzt, aber das geht halt nicht im Moment. Ne? Jetzt muss er sich um den Läufer kümmern. Ja, also das ist bestimmt die weiße Absicht. Aha, und Bogner wirkt dem entgegen. Sehr gut. Der hat nach B4 nicht Läufer B6 gespielt, sondern Läufer E7. Da ist der Läufer, naja, für den Anfang erstmal schon gedeckt. Ne? Der kann von dem Turm gar nicht angegriffen werden. Die anderen Probleme haben sich nicht verändert. Der König darf nicht ziehen, weil es dann auf F3 knallt und D2 hängt. Ja, das war besser, als Läufer B6 gewesen wäre. Also Weiß hat immer noch das Problem mit diesem unsäglichen Läufer auf D2 und ich glaube, der kriegt das auch nicht gelöst. Der Jaime hat jetzt übrigens die Zeitkontrolle geschafft, hat er auch was erreicht? Naja, sagen wir mal so, er hat immerhin erreicht, dass die H-Linie aufgegangen ist. Und das ist ein Fortschritt aus der Sicht von Schwarz. Der braucht jetzt nur noch Springer rausziehen und dann Turm H8 spielen. Dann wird Weiß Schwierigkeiten haben. Also, ob Sie es glauben oder nicht, also diese Endspiele,
so wie das hier steht bei der Struktur, das ist alles schon häufiger vorgekommen und ich habe es selber schon gewonnen, ohne die Springer auf dem Brett, nur mit Turm und Läufer. Bei mir ist das natürlich immer aus einem Igel heraus entstanden, bei dem Jaime entstand es heute aus einer französischen Verteidigung heraus. Und es ist für Weiß überhaupt keine leichte Aufgabe, hier den Laden zusammenzuhalten. Der wird es schwer haben. Und hat sich bei Huschenbeet nochmal was getan. Na gut, der hat jetzt den König noch sicherer hingekriegt und war denn König E7 eine gute Entscheidung? Vielleicht ja, ich bin im Moment erschrocken wegen dieser Gabel, aber vielleicht ist die ja gar nicht so schlimm. Also, Huschenbeet versucht, diese bessere Bauernstellung auszunutzen. Ich glaube, das Material ist so sehr reduziert, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird, aber dass es probiert, ehrt ihn ja. Und was ist also eigentlich bei dem Ragger rausgekommen? Also, um das wichtigste Stellungsmerkmal als erstes zu nennen, der hat nach König E8 nicht Dame C6, sondern Dame B7 gespielt. Es droht schlicht und ergreifend matt und das ist ja mit vernünftigen Mitteln gar nicht zu decken. Wenn jetzt einer sagt, Schwarz soll wegrochieren, muss ich leider einwenden, wäre auch nicht gut, wäre Turm G7 auch matt, aber die Rochade geht nicht wegen Regel. Der König stand schon mal auf F7 und ist jetzt zum zweiten Mal auf E8. Ja, wenn die Rochade gehen würde, könnte er auf G5 einen Schach geben und dann kurz rochieren, dann würde er sofort gewinnen. Aber geht nicht. Und was hat er gespielt? Gut, er hat den Läufer genommen. Ja, und jetzt hat er den gleichen Dreck am Hals. Und die Frage ist, ob er Dauerschach zusammenbringt oder nicht. Wenn der Schwarz, der Weiße den Springer genommen hätte, dann hätte der Schwarze auf C2 legen können und dann wäre es wahrscheinlich Dauerschach. Ne? Bisher hat der Weiße noch keine Gelegenheit gehabt. Und das ist auch, das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, das erste Mal in der, verzeihen Sie mir den Witz, in der Geschichte des Schachs, dass der König einen Springer, der ihm Schach bietet, schlagen kann. Okay, aber noch König D2. Jetzt könnt ihr doch nehmen, oder? Ja gut, aber ist, jetzt nach König D1, die Mattdrohung existiert ja nach wie vor und der sagt sich halt, Schwarz hat ja nur einen Schach zur Verfügung, nämlich das auf A1, und da verbessert er sich ja nicht. Ne? F0 hat er heute nicht. Für einen Springer. Na, das hat er nicht. Das gibt's nicht. So ein Brett ist halt einfach nur mit 64 Feldern ausgerüstet. Also, ich weiß nicht, kommt hier ein Dauerschach raus oder nicht? Vielleicht ja schon, ich weiß es auch nicht. Ich kann das nächste Ergebnis verwenden. Also Bayern München hat 3-1 geführt, jetzt steht es 3,5-1,5. Der Miguel hat jetzt die Bemühungen eingestellt und das dritte Remis beigesteuert. Und jetzt sind wir schon bei über 50%. Damit meine ich, mit 10 Partien habe ich angefangen und übrig sind jetzt noch 4, 6 sind schon zu Ende. Hier stellt sich die Frage, wird es Dauerschach oder eben nicht? Den Springer kriegt Weiß auf jeden Fall zurück. Schwarz hat keinen normalen Weg, die Mattdrohung zu bedienen. Gut, selbst das könnte man diskutieren. F5 bedient wahrscheinlich sogar die Mattdrohung. Aber es kann ja eigentlich kein guter Zug sein.
Also, das hier ist völlig verrückt. Sie kennen es ja, sehr, die meisten haben bestimmt schon öfter mal bei mir zugehört. Ich arbeite beim Kommentieren immer ohne Engine und erzähle Ihnen einfach so ein wenig Hintergrundgeschichten und eigentlich hauptsächlich, was ein Großmeister über die Stellung denkt. Und es ist jetzt trotzdem auch für einen Großmeister auf den ersten Blick schwer zu sagen, ob Turm H5 ein legaler Zug ist. Ja, ich will mit dem König Richtung H8 laufen, genau. Und dann, also wenn das geht, dann ist das das Beste, ne? Also ich sehe kein Matt, dieses, jetzt wo die Dame auf C3 steht, ist C8 gedeckt, also Dame C8 Matt gibt es nicht. Und schauen wir mal, ob dieses Turm H5 kommt. Ja, das hat er gespielt, schau an. Da habe ich gerade noch rechtzeitig geraten gehabt, was ein verrückter Zug. Und ich verstehe den Zug, es ist ja klar, dass er für den Zug gut rechnen musste, zum einen, und zum anderen ist es trotzdem so, mit dem Zug kann er natürlich auch mal gewinnen, wenn es gut läuft. Ne? Weil wenn Weiß jetzt keinen Dauerschach hat oder kein Matt oder beides nicht hat, dann kommt ja der Turm nach E5 und dann geht es plötzlich richtig andersrum. Also, spannend, spannend. Wir können jetzt trotzdem mal einfach versuchen, alle Ergebnisse mal anzugucken, damit wir das mal gesehen haben. Also ich nehme wieder den Weg über den Ergebnisdienst. Heute ist die 13. Runde, aber es scheint da kein Pech zu bringen. Baden-Baden führt wenige überraschenderweise schon gegen Dresden hoch. 4-0, das ist eine Menge Holz. Und die Schachfreunde Berlin liegen gegen Schöneich hinten. Da liegen auch die Nerven blank. Firnheim ist schon wieder im Rückstand. Ja, wollen die denn nur noch Quatsch machen? Hamburg führt gegen Remagen. Den Verdacht, die Hamburger wollen sich unfairerweise aus dem Abstiegskampf verabschieden. Aber gut, vielleicht ist es noch nicht ganz so weit. Solingen-Deizisau ist pari, 2-2 im Moment. Und wie gesagt, schauen wir gleich mal, was bei Bayern hier schon drin steht. 3-1 führt Bayern. Inzwischen ist es sogar 3,5, weil die Partie an Brett 4 auch schon Remis ist. Also das schaut gut aus. Spricht im Moment alles dafür, dass wir diese zwei Mannschaftspunkte, die wir heute holen können, auch kriegen werden. Bis jetzt schon plus 2. Und könnten Sie mal weiter runter, dass da waren noch zwei offen, zwei etwa noch gefehlt, ganz unten. Ach, Kirchweihe, Deggendorf, die haben inzwischen schon 6 Remisen produziert. Und was haben wir noch? Die 36er, da steht es pari im Moment gegen Werder Bremen. 3 Remis an den vorderen Brettern, ja. Und die hinteren sollen es ausspielen. Also, das bleibt furchtbar spannend. Bin auch zum Glück hoffentlich nicht im Match von Bayern München heute. Also, dieses Turm H5 ist gekommen. Und wie ging es weiter? Der König ist tatsächlich nach H8 gelaufen und es wird schwer genug. Also Matt gibt es keins, Dauerschach gibt es keins, was gibt es denn? Den Springer nehmen darf er auch nicht, dann wird er wahrscheinlich nach Turm E5 selber matt gesetzt. Also ich habe fast die Befürchtung, oder was heißt Befürchtung, dass Schwarz auf Gewinn steht. Auch wenn Dresden heute unter die Räder kommt, aber das ist ja wohl die positive Überraschung in dieser Saison. Ja gut, sagen wir mal so, die hatten diesmal eine günstige Auslosung und im letzten Jahr
fand ich es trotzdem auch sehr beeindruckend, wo alle dachten, die sind schon so gut wie weg. Und dann haben die auf dem letzten Drücker trotzdem noch die Klasse gehalten, weil sie wussten, wir haben noch ein Match und das müssen wir gewinnen und dann langt's. Diese weichen Faktoren im Schach in der Bundesliga, das ist immer so, das kann furchtbar spannend sein. Ich erinnere mich an ein Jahr, das ist ewig her, da hat Castrop Rauxel, die gibt es schon gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ne? Die hatten damals sich mit Nigel Short verstärkt und viele waren der Meinung, dass die jetzt einen ernsthaften Versuch unternehmen wollen, Meister zu werden. Und dann hatten die so eine richtig ungünstige Auslosung, spielten gleich am Anfang gegen starke Teams, hatten zwei, dreimal Pech und plötzlich waren sie im Abstiegskampf drin, was sie nur wirklich nie haben wollten. Das geht schnell. Also ich kann Ihnen versichern, wir in München wollten auch gar nicht so arg im Abstiegskampf involviert sein. Und das geht halt manchmal schneller, als man denkt. Ne? Geplant war das nicht. Also, wir haben den nächsten Zug. Turm G7, König H8, Turm E7. Der zappelt noch. Jetzt droht er. Jedes Schach auf der Grundlinie wäre jetzt matt. Also den Springer scheint er trotzdem zurückzukriegen. Wahrscheinlich zeigt jetzt der Rechner eiskalt 0.0. Ja gut, aber wir sind kein Rechner. Ich habe auch die ganze Zeit schon den Eindruck, dass da... Nee, die 13. Runde ist keine Ausrede, wenn man verliert. Aber danach schaut es ja heute zum Glück auch nicht aus. Und ich glaube, wir waren sogar in einem Hotel, die nur 3 Stockwerke haben. Die Rezeption parterre und die Zimmer waren im 12., 13. und 14. Stock. Also man hat eine gute Aussicht gehabt. Im Olympischen Dorf war das. Die hatten tatsächlich ein 13. Stockwerk. Ja. Die sind halt nicht so... Ja, es gibt, ich weiß, es gibt viele Hotels, die gar keine 13. Stockwerk haben. Also, wir haben die nächsten Züge. Machen wir weiter. Schach. Spezialisten, die sich weigern, ins Zimmer 14 zu ziehen. Die ganz Abergläubischen. Also, Schwarz scheint hier immer noch auf Gewinn zu spielen. Jetzt kommt es zum Damen-Endspiel. Und... Das sollte aber trotzdem eigentlich Remis ausgehen müssen. Aber wenigstens eine schön verrückte Partie. Gut, machen wir mit unseren Bayern-Partien weiter. Bei Huschenbeet, der hat jetzt nach König E7, Springer D4 gespielt. Okay, hat er gedeckt. Na gut, es ist einfach schwer, was zu machen. Keine Ahnung, ob der jetzt König F3 sich leisten kann. Also König F3 in Verbindung mit Turm C2 als nächstes. Ne? Aber dafür wäre es vielleicht sogar hilfreich, wenn er erstmal mit A3 dem Gegner das Feld B4 für den Springer wegnimmt. Kaffeepause wollen Sie auch einen? Ich gebe einen aus, Kaffee. Ich kann mal unten einfach einen wegnehmen, danke. Aber er hat schon recht, das ist das Los der Kommentatoren. Wir werden irgendwo hingesetzt und dann heißt es, jetzt redet ihr da mal vor euch hin. Und das, auf die Idee, dass mal einer vorbeikommt und mir ein frisches Getränk bringt, sind sie bis jetzt noch nicht gekommen. Aber das war bei anderen Turnieren auch so. In Karlsruhe ist es mir mal so gegangen und dann habe ich gesagt, es wäre schon schön, wenn wir hier auch was zu trinken hätten und nicht so einen furchtbaren Durst hätten, dann würden wir viel lieber weiterreden. Und dann ist 3 Minuten später einer der Organisatoren, der zugehört hatte, der Herr Noppes, der stand mit 3 verschiedenen Sorten Mineralwasser da. Was hättet ihr denn gern? Aber hier im Haus hört, glaube ich, keiner zu. Und naja,
Man darf auch im Turniersaal gar kein Mobiltelefon mit reinbringen, auch als Zuschauer nicht. Und also ich bin bei der Seniorenweltmeisterschaft zweimal kontrolliert worden. Das war immer die Random Security Control, nannten die das. Ne? Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, nee, da habt ihr einen Fehler gemacht. Ich war gestern schon dran und habe gesagt, nee, das kann einen jeden Tag treffen. Und der Schiedsrichter nahm es dann auch noch mit Humor. Der sagte mir, Sie werden ja jetzt nur deshalb getestet, weil Sie gewonnen haben. Also seien Sie nicht so unzufrieden. Da habe ich gesagt, ja, da hast du dann auch wieder recht. So, wir haben den nächsten Zug von Huschi. Der hat nach G6 F4 gespielt und scheint so zu sein, dass er sich eben doch wieder auf E5 einrichten will. Oder zum ersten Mal dort einrichten will. Wäre ein Fortschritt. Allerdings bin ich eben nicht sicher, ob er nicht damit trotzdem seine Königsstellung auch furchtbar geschwächt hat. Achso, nach Springer E3 kann er König F3 spielen. Okay. Also, alles in Ordnung. Und der Jaime, der hat's. Naja, der hat noch nichts geschafft, aber es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe gehofft aus schwarzer Sicht, dass der Schwarze irgendwie es schafft, über die H-Linie sich reinzumogeln. Aber das hat der Weiße erkannt, die Gefahr, und sagt sich, gegen meinen Drachenläufer wirst du dich nicht auf der H-Linie reinmogeln können. Das kannst du vergessen. Und auf der D-Linie steht er selber. Also, es ist immer noch schwer, Fortschritte zu machen. Der wird es noch spielen, der wird es noch ganz schön lang spielen, aber hoch gewinnen tut es auf keinen Fall. Und bei Bogner, wie läuft es da? Da waren wir drin bei Läufer E7. Ich glaube, das war ein guter Zug. Da kann der Läufer gar nicht angegriffen werden. Und jetzt eben doch so. Tja, also dem Herrn Saltaev graust zwar nichts. Der Turm war jetzt schon auf B1, auf C1 und auf A1 und nochmal auf A1. Jetzt ist er wieder auf B1 und deckt den Bauern. Also Schwarz steht besser, aber muss zugeben, aus der Sicht von Weiß ist es trotzdem ein Teilerfolg, dass er den Läufer von der Diagonale G1, A7 vertreiben konnte. Jetzt ist wenigstens sein Turm beweglich. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das Schlimmste hat Weiß jetzt überstanden. Vielleicht war er ja im Schlimmsten auch gar nie drin. Turm FD8 am 28. und Turm E2. Also es ist immer noch schwer. Wahrscheinlich muss der Herr Bogner, wenn er hier einen Fortschritt machen will, seine Königsflügelbauern in Bewegung setzen. Und das kann er ja machen. Also er kann zum Beispiel G6 und F5 spielen, dann hat er auch das Feld G5 für den Läufer, aber ob er es hoch gewinnt, weiß ich nicht. Zum Glück ist es ja auch gar nicht nötig. Also die Führung von Bayern ist heute komfortabel mit 3, 3,5, 1,5 und ein Punkt wird schon noch irgendwo herkommen. Der Bogner steht, ja, er macht genau das. H5 und G6, F5 soll kommen. Und der Jaime, der wird ja auch die Partie wohl kaum verlieren. Der ist, wie gesagt, immer noch auf Mogelbasis unterwegs. Und der Springer soll jetzt nach E5 und von Turm D8 hat er noch nicht viel. Naja, warten wir es ab. Also der Läufer ist eigentlich sein bester Mann, den wird er nur ungern abtauschen. Also und bei dem Ragger, das ist wirklich
Da spielen die eine vogelwilde, zutiefst verrückte Partie und dann kommt ein ausgeglichenes Damen-Endspiel raus. Also mir gefällt es so, ich habe den Zug gerade noch rechtzeitig gesehen und erraten, hier in der Stellung, die neu dazugekommen sind. Der schwarze König steht zum zweiten Mal auf E8, also rochieren darf Schwarz nicht, aber der hat es tatsächlich geschafft, hier mit Turm H5 den Turm ins Spiel zu bringen, weil er einfach Richtung Ecke läuft. Und da kann er nicht matt gesetzt werden. Also Weiß hat gerade noch im Prinzip das Glück, dass er auf die Art und Weise den Springer zurückerobert. Jetzt hat er eben viele Mattdrohungen. Also das schaut jetzt sehr nach Remis aus. Sollen wir noch mal gucken auf die Zwischenstände in den anderen Ligen? Ja, an den anderen Spielorten. Als Schiedsrichter mussten sie mir mal den Mund verbieten. Ja, das ist ja schön, weil meine Kommentare in den Spielsaal übertragen wurden. Das ist doch gut. Also der Schiedsrichter hat mir den Mund verboten. Ich nehme an, das war in Dresden bei der Olympiade. Ich erinnere mich da dunkel an irgend so eine Geschichte. Aber dann hat er um mir den Mund verbieten, war dann gleich freundlich, mir auch ein Wasser zu kriegen. Aber jetzt habe ich das ja öfter, dieses Vergnügen. Seit ich mit einer Schiedsrichterin verheiratet bin, kriege ich öfter von der Schiedsrichterin ein Wasser gebracht oder gar einen Kaffee. Na, in Berlin sei es gewesen, okay. In den guten Vor-Corona-Zeiten, da gab es mehrere große Endrunden in Berlin und ich erinnere mich besonders an eine, die war großartig. Da hatten die das mit dem Aufsetzen der Partie nicht so gut hingekriegt. Ich hatte Stellungen und hatte keine Namen dazu. Und dann kannst du wunderbar arbeiten als Kommentator. Nein, nein, nein. Ups, mach doch mal eine Intro da. So, jetzt schauen. Namen, aber die haben nicht gestimmt. Das hat es auch schon gegeben. Das hatte ich in Zürich auch schon mal. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Zwischenstände an den anderen Orten. Die hätte man eigentlich auch offen lassen können. Also, die Runde 13. Baden-Baden hat inzwischen gewonnen gegen Dresden 5,5 zu 1,5. Berlin hat gegen Schöneich ausgeglichen, aber bei denen werden trotzdem die Nerven ganz schön blank liegen. Kiel-Firnheim steht 3-3. Also, die armen Firnheimer, die haben jetzt gestern sich eh aus dem Meisterschaftsrennen eigentlich mehr oder weniger verabschiedet. Und wenn es heute nochmal schief geht, ist es halt noch blöder geworden. Hamburg macht ernst gegen Remagen, die haben schon 3,5 Punkte. Solingen, Deizesau ist immer noch alles pari, lauter Remisen. Und Bayern München führt 4-1. Und das ist schon mal gut. Dragnef hat eine Monsterpartie gewonnen und eine Musterpartie. Aber der Miguel hat doch nicht gewonnen, da haben die doch was falsch eingegeben. Da gab es irgendein Problem mit der Uhr oder irgendwas. Ja. Oder ich habe da was mitbekommen, also Peripherie, dass der Spieler von, nicht Bayern, von Mülheim in seinem Rucksack einen Laptop gehabt hat. Oh. Das war sein Problem. Ach, wie blöd. Der Schiri, ich habe nur so gesehen, er hat nur, tut mir leid gesagt. Diese Reaktion, die waren an der Seite gestanden. Ich habe es nicht akustisch mitbekommen, nur so mimikmäßig. Also ich kann ein klein wenig die Hintergrundgeschichte liefern. Anscheinend hat der arme Theo Gungel wirklich diesen random Security- oder Cheating-Test machen müssen. Und dann ist... Das ist ja abartig. Das trifft zum zweiten Mal die Mülheimer in der Saison. Der
Daniel Friedmann hat eine Partie verloren, weil er ein ausgeschaltetes Mobiltelefon in einem Rucksack hatte, der 3 Meter weg stand. Ne? Und dann hat man ihm gesagt, ja, also wir wissen, dass keinerlei Cheating-Verdacht besteht, wir müssen sie aber trotzdem nullen. Also ich fand das eine merkwürdige Entscheidung, aber anscheinend war es durch die Regeln gedeckt und jetzt scheint es die Mühlheimer heute zum zweiten Mal getroffen zu haben. Daher die Führung für Bayern, die jetzt noch komfortabler ist, als ich dachte, dass sie ohnehin schon ist. Ne? Ja, die Regeln sind dabei ziemlich eindeutig. Ja, aber alles, was recht ist. Man kann doch nicht sagen, also, wie läuft es denn hier? Macht da einer noch ernsthafte Gewinnversuche? Das ist durchaus denkbar. Schwarz hat inzwischen eine Möglichkeit gehabt, den Laptop kurz auszupacken, auf den Tisch zu stellen, nachzugucken. Schwarz hat inzwischen und vielleicht, ich hatte mal meinen Rucksack. Schwarz hat inzwischen einen Bauern mehr und es ist sogar ein Freibauer, aber der Weiße ist wahrscheinlich immer noch Richtung Königsflügel unterwegs mit dem König und hofft eben auf ein Dauerschach. So, jetzt aber nochmal einen schnellen Durchgang. Der Herr Bogner. Na gut, da haben wir keinen frischen Zug. Es kriegt langsam Oktoberfestcharakter hier, das gefällt mir. Da kommentiere ich am liebsten. Also Bogner steht besser. Der Jaime steht auch besser, wobei nicht klar ist, wie hoch er das gewinnen kann. Aber es ist tatsächlich so, man muss sich nur mal vorstellen, der schafft es mit dem Springer nach F5 zu kommen, dann hat Weiß so langsam wirklich ein Riesenproblem. Also ich bin mir nicht sicher, ob dieses F4 hier im 44. Also der hat vor Springer E5 so kolossal viel Respekt gehabt, dass er F4 gespielt hat. Naja, also schlagen auf C5 wäre sowieso auch keine gute Idee. Also, der Jaime bearbeitet seinen Gegner noch und dem geht es ja vielleicht genauso. Gestern haben wir unser Match verloren, weil Brett 1 und Brett 2 jeweils eins auf den Rüssel gekriegt hat und unser erstes Brett heute hat er schon gewonnen. Und vielleicht will ja der Zweite da in nichts nachstehen. So, kriege ich hier nochmal was Neues. Die Firnheimer sind halt leider keine Firnheimer. Na gut, das lassen wir mal dahingestellt. Und ein kühles Bier gibt es um die Uhrzeit auch nicht. Ich bin ein eiserner Anhänger, der kein Bier vor 4 regelt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. So, also da gibt es nichts Neues im Chat. Und bei Huschenbeet ist jetzt die Zeitkontrolle geschafft. Ja gut, aber die treten auch auf der Stelle. Naja, immerhin, also er ist jetzt kurz davor, den Springer eben doch auf E5 einzurichten. Und wenn man so will, hat er auf die Art einen kleinen technischen Vorteil. Ach, und schau an, der Jaime. Der ist schlau. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, der weiß genau, dass der Läufer C5 eigentlich sein bester Mann ist. Und den wird er nur ausgesprochen ungern abtauschen und er hat ihn auch nicht abgetauscht. Also, Schwarz steht besser und wenn Sie mir jetzt sagen, in Wirklichkeit ist das doch Todremie mit den verschiedenfarbigen Läufern, dann stimmt's. Und das, was Sie hier mitbringen, ist vollkommen gestattet. Ich nehme an, das ist ein alkoholfreies Weißbier. Und das ist eigentlich durch die Regeln weniger gedeckt. Aber was die Zuschauer hier trinken, ist mir eigentlich wurscht. Also, der steht besser. Ja, man muss einfach nur flexibel sein und die Uhrzeit verändern. Dann ist wieder alles in Ordnung. Nachdem letztes Wochenende eh schon die Uhrzeit verändert worden ist, warum nicht nochmal? So, da habe ich nichts Neues. Also dann mache ich nochmal darauf aufmerksam. Der finale Abstiegskampf beginnt natürlich in 3 Wochen. Also die Münchner Vereine spielen in Oberschleißheim. Das ist nicht weit von München weg.
Allerdings, ich muss sagen, ich wohne ja in Frankfurt. Für mich sind diese Heimkämpfe immer die weitesten Anreisen. Aber gut, was tut man nicht alles? Schauen wir mal. Oberschleißheim haben wir gesagt. Und da gilt es dann darum, für dieses Novum zu sorgen, dass es dann erstmalig drei Vereine in der Schachbundesliga gibt, die aus München sind. Aber da muss es doch gut laufen dafür. So, wir haben schon wieder das nächste Ranking of Correct Move. Aber wahrscheinlich betrifft es nicht unsere Partien. Ich rede einfach weiter, wie wenn nichts wäre. Uns ist ja auch nichts los. Also Zeitkontrolle ist überall geschafft. Der noch nicht bei Bogner. Die sind noch kurz vor der Zeitkontrolle. Dann bleiben wir da mal mit drauf. Also, jetzt sind wieder ein Schwall Züge auf einmal gekommen. Und der Bogner geht hier ganz systematisch vor und sagt sich, ich will mit dem Springer nach E5 und am besten noch nach C4 oder D3. Turm A1 und Turm D3. Okay. Also, was will er? Also, der will im Falle von Turm A6 mit König D7 den Springer decken können. Und was er erst recht will und was sein roter, finsterer Plan ist, ist der Zugläufer G5. Also, das macht keinen schlechten Eindruck. Und in Zeitnot wird der Weiße auch sein. Ne? Schwarze aber auch. Na gut, 4 Züge noch bis zur Zeitkontrolle. Aber wir kennen es ja. Ich finde immer die schönste Zeitkontrolle nach wie vor die, wo man erst ab dem 61. Zug Increment kriegt. Ne? Weil dann gibt es eben vorher auch was, was wirklich Zeitnot sein kann und nicht nur was, was wie Zeitnot aussieht. Ne? Aber irgendwie hat sich das jetzt so eingebürgert. Und es gibt ja auch bei, ja, jetzt hätte ich beinahe den Iwanchuk als bei den Jüngeren bezeichnet. Das wäre auch übertrieben, aber gerade so die Herren Iwanchuk und Grischuk, die haben vor ein paar Jahren beim Kandidatenturnier, als man genau so spielte, die haben mit 2 Stunden für 40 gespielt, dann 1 Stunde bis zum 60. Und dann ab dem 61. gab es das Increment, was dazu führte, dass allein Iwanchuk und Grischuk, glaube ich, jeder 3 Zeitüberschreitungen produziert haben im Laufe des Turniers, weil sie es einfach nicht mehr gewohnt sind, ohne dieses Increment zu spielen. Wenn man sich darauf verlässt und das immer ausreizt, kann man schon machen. So, wir haben den nächsten. Zeitkontrolle in der Bundesliga. Also das wird jetzt gespielt 2 Stunden für 40 Züge plus. Nein, etwas anderes. Bei fast allen deutschen Veranstaltungen gibt es das Inkrement ab dem ersten Zug. Ja, ja. In der Bundesliga sowieso. Das ist das. Wie viel Inkrement gibt es da? 30 Sekunden pro Zug. Aber es ist ja nichts anderes. Das, was in der Bundesliga gespielt wird, das ist, wenn man es zusammenzählt, mit dem Increment auch nichts anderes als die guten altmodischen 2 Stunden für 40 Züge. Ne? Nur, dass man halt das Increment erst später kriegt. Also ich persönlich habe das schon oft gesagt, war eigentlich immer der Meinung, dass das Increment nicht dazu da ist, diese Zeitnot-Spezialisten vor sich selber zu schützen. Aber es geht auch ums Mitschreiben. Genau, dabei kriegst du nämlich auch. Und das ist doch auch vernünftig, oder? Dass jeder mitschreiben muss. Und dann wird dann der Schiedsrichter her, also muss die letzten 5 Minuten mitschreiben. Tja, das hat sich doch alles total verbessert. Wie oft habe ich das schon erzählt, in den ersten Jahren Bundesliga, in den 80er Jahren, da spielte man mit 2,5 Stunden Bedenkzeit für 50 Züge. Und die ganzen Verrückten, die sonst immer noch 2 Minuten übrig hatten für die letzten 15, hatten in dem Fall dann halt immer 2 Minuten für die letzten 25. Und da sind unglaubliche Blödheiten passiert. Und ohne da jemand zu nahe treten zu wollen, die Schiedsrichter waren damals auch noch etwas schlechter ausgebildet, als es heute sind. Und da ist viel schief gegangen. So, hat er jetzt was erwischt, der Bogner, oder immer noch nicht?
Also, der hat sich hier reingemogelt nach D3 und jetzt abgetauscht. Aha, jetzt wird er nach E2. Das ist ja auch eine löbliche Absicht. Beziehungsweise nach wie vor Springer E5 spielen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der schwarze Vorteil schon mal größer war, wobei man zugeben muss, ich habe heute keinen Hut auf, aber ich würde ihn ziehen vor der Verteidigungsleistung, die der Saltaev hinter sich gebracht hat, weil der hat wirklich eine hundsmiserable Stellung gehabt und hat es trotzdem irgendwie geschafft, diesen Laden so halbwegs zusammenzuhalten. Also jetzt glaube ich nicht, dass Schwarz noch hoch gewinnen wird. Auf der anderen Seite, dieses Turm E2 ist vielleicht trotzdem lästig. Turm E2, dann kommt. Also das droht E3, da hat Schwarz nicht viele Möglichkeiten. Also Weiß muss König D1 spielen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich auch nichts Besseres als Turm schlägt G2. Und wie ist denn sowas einzuschätzen? Also wir haben immer noch materielles Gleichgewicht. Und wenn man so will, qualitativ sind die weißen Freibauern auch gar nicht so schlecht. Die sind ja sogar einen Tick weit vorne. Ne? Weiter vorne als die ja, Gegner. Aber den Bar E4 klar. Ja, ich wollte gerade sagen, warum E4 statt auf B5. Hat er auf E4 geschlagen. Na gut. Dann hielt er den für den gefährlicheren Feind. Wahrscheinlich ist das ja auch eine gute Entscheidung. Also König D1 ist schon gekommen. Und naja, am Ende kommt ein Remis raus. Wahrscheinlich wird jetzt eine Engine plötzlich sogar die Seiten wechseln und sagen, jetzt steht Weiß besser. Aber alles andere außer Remis wäre ja trotzdem eine gewaltige Überraschung. So, der Jaime hat jetzt F5 gespielt und sagt sich mehr oder weniger zurecht. Jetzt nehme ich dem Weißen das Feld E4 auch noch weg und der rückständige Bauer, der ist natürlich überhaupt kein Grund zur Sorge. Also ich bin immer noch ein Freund der schwarzen Stellung. Und auch wenn jetzt manch einer von Ihnen denken mag, was redet der für einen Krampf daher, ist doch klar, dass das Remis wird. Also, wenn ich wetten müsste, würde ich auf Sieg setzen. Okay, immerhin, der plant auch was und wehrt sich. Ja, wahrscheinlich ein gutes Manöver. Ich würde eigentlich eh hier bald meine Zelte gern abbrechen. Ich wünsche mir eigentlich nur, dass vorher noch das 4,5 unterschrieben ist und unter Dach und Fach ist. Und gut, es ist ja gut, wenn die jungen Männer so ehrgeizig sind und noch unbedingt versuchen, das zu gewinnen. Also der Jaime, der arbeitet König F6, was will er da? Also der evakuiert einfach alles, dass er auf C6 war ja plötzlich eine dreizinkige Gabel möglich und das hat sich erledigt. Also im Chat hat mir gerade einer schon geschrieben, Schwarz steht im höheren Sinne auf Gewinn. Das weiß ich nicht, ob es stimmt, aber wie gesagt, ich habe das gleiche Endspiel selber schon mal gewonnen, obwohl da nicht mal Springer auf dem Brett waren. Und ich habe auch mal Beljavski gesehen in irgendeiner Liga, wie er genau diese Art von Endspiel auch gewonnen hat, wie ein Automat. Und da sah es so aus, wie wenn der überhaupt nichts falsch machen hätte können. Gut, der Springer, der steht immer noch schlecht. Und wo muss er denn hin? Muss der nach H5? Naja, also es ist immer noch Arbeit. Und unsere Partie aus dem anderen Match, na gut, das schaut immer noch nach Remis aus.
Aber es hat sich insofern nichts verändert. Ein Dauerschach wird der Weiße hier nicht finden können. Dazu steht die schwarze Dame zu gut. Und der Schwarze hat ja anscheinend einfach den Plan, mit seinem König Richtung seiner Freibauern zu laufen. Also der Racker wird bis zum Schluss schwitzen müssen. Und im Match müssen die sowieso auch schwitzen. Ich weiß gar nicht, hört sich so blöd an, wenn man sagt, um was die spielen. Aber vielleicht spielen die ja trotzdem im höheren Sinne Platz 3 aus. Beziehungsweise jetzt, wo Pirnheim so underperformed wie in den letzten Runden, ist ja vielleicht sogar noch Platz 2 möglich. Hat sich hier irgendwas getan? Nee, ich soll es vielleicht aktualisieren. Also immer noch 5,5 für Baden-Baden. Kiel, Firnheim 3-3. Nee, da hat sich nichts getan. Doch, die Deizisauer, die führen jetzt 4-2. Das ist eine Menge. Da hat der Matthias Blühbaum und der Stenko Koschul gewonnen. Und 4-2 ist eine deutliche Führung. Die brauchen ja nur noch ein Remis, dann haben sie das Match gewonnen. Also ich kann mir trotzdem nicht helfen. Mir gefällt dieses 0-1 hier einfach nicht, dass jemand wieder so blöd genullt wird. Und es ist wirklich... ich weiß ja nicht, ob es... Laptop im Rucksack. Ja. Ja, ohne die geringste Absicht, irgendwas zu machen. Also, ne? Ja, mit dem Laptop wäre es auch sehr auffällig. Ja, ich habe selten Spieler gesehen, die mit dem Laptop am Brett sitzen, ja. Und... Genau, die Nummer 12. So. Gleich am Anfang. Nee, ziemlich am Schluss. Ich dachte, die sind fertig mit ihrer Partie und das logische Ergebnis der Partie wäre eigentlich ein Remis gewesen. Da war nie besonders viel los. Aber gut, es ist jetzt halt so und es nutzt ja nichts. Das kriegt man aber doch gar nicht mit, wenn man nur hier einen Bildschirm hat, da kriegt man das nicht mit. Tja. Das ist der Nachteil, wenn man. Aber es ist. Deswegen schickt er immer mal wieder das drunter, der Sekundärbull, der mal ein bisschen im Buschfunk lauscht. Ich bin aber auch schon oft von Gästen, die runtergegangen sind, hinterher mit falschen Informationen versorgt wurden. Also, was ja nicht so schlimm ist. Na gut, jetzt ist eben trotzdem auf B5 auch noch geschlagen worden. Und es ist tatsächlich so, der Bogner muss jetzt eher vorsichtig sein als was anderes. Ne? Der hat diese verzogenen Bauern am Königsflügel, aber gut, immerhin hat er den gegnerischen König auf der Grundlinie abgeschnitten. Insofern soll es kein Problem sein. Und außerdem, ich glaube, ich tue ihm nichts Böses, nicht Unrecht, wenn ich ihm sage, dass der Herr Saltaev bestimmt heute auch mit Remis zufrieden ist und sehr einverstanden ist. Ja, das ist... Objektiv muss der hier aufpassen. Auf der anderen Seite... Also es müsste eigentlich schon hundsmiserabel laufen für Schwarz, wenn Weiß mehr rauskriegt als Turm und Springer gegen Turm. Und da ist ja nur wirklich gar nichts zu gewinnen. Also da braucht man eigentlich gar nicht weiterspielen. Aber gut, eigentlich bin ich ja Kommentator und nicht hier Schilderer von irgendwelchen Worst-Case-Szenarien. auch wenn manchmal das eine das andere nicht ausschließt. Also der hat es jedenfalls überstanden, der Herr Saltaev. Und zwar lebendig, sogar quick lebendig, wenn man so will. Bei Heime, naja, da hat sich einmal mehr nichts verändert. Der muss jetzt sich halt dran machen, den Springer auf bessere Felder zu bringen. Und mit dem Turm eindringen wäre gut, aber nach wie vor schwer zu sehen, wie es gehen soll. Das wäre ein guter Zug, aber er ist nicht durch die Regeln gedeckt.
Na gut, also 4-1 steht's. Und Uschenbeet hat eigentlich auch eine unverlierbare Stellung. War das jetzt eine gute Idee, B3? Achso, ja, der betrachtet jetzt Springer G5 manchmal als Drohung. Oder zumindest ist Springer G5 ein Grund, warum Schwarz jetzt nicht C4 spielen darf. Und das würde Schwarz ja eigentlich gern. Es ist die älteste Faustregel überhaupt. Und auch, glaube ich, ich kenne eigentlich nur zwei Faustregeln im Schach, die fast immer gelten, wo ich eigentlich auch noch nie eine Ausnahme gesehen habe, dass man in einem schlechteren Endspiel Bauern abtauschen soll und nicht Figuren. Das ist die eine. Und die andere, wo ich auch noch nie eine Ausnahme erlebt habe, ist, dass man, wenn man die Qualität mehr hat, dem Gegner den letzten Turm wegtauschen soll. Das stimmt eigentlich auch immer. Und so, der will auch Bauern tauschen, aber eben nicht mit Hilfe von C4, sondern mit Hilfe von A4. Ja, ist ja auch eine gute Entscheidung. Also überall ist jetzt die Zeitkontrolle geschafft. Ich nehme an, dass das jetzt nicht mehr lange dauern wird. Die 4,5 sind noch nicht festgeschrieben, aber auch nicht mehr weit weg. Wo habe ich denn jetzt meinen? So, da haben wir es doch nochmal, die 13. Runde. Also, im Moment geht es langsam voran. Vielleicht hängt auch irgendwas. Also, jedenfalls war es ein spannender Spieltag und die 13. Runde hat es einmal mehr in sich. Also die Firnheimer, die haben es wirklich nicht gut hingekriegt in den letzten Runden. Also ich war eigentlich schon felsenfest der Überzeugung vor Wochen, dass die auf jeden Fall am letzten Spieltag gegen Baden-Baden um die deutsche Meisterschaft spielen werden. Und das hat sich erledigt. Die sind jetzt schon 3 Punkte zurück und heute droht es ja wieder, dass sie nicht gewinnen. Also 3-3 gegen Kiel. Gut, wir wissen nicht, wie die restlichen Partien stehen. Ich werde das Ganze jetzt hier trotzdem beenden. Sagen wir es zum Abschied. Mir war es wie stets ein Vergnügen, für Sie kommentieren zu dürfen. Und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Und wir werden in München, so wir denn die Klasse halten werden, auch bei dieser Tradition bleiben, dass wir für Zuschauer immer was anbieten. Gestern gab es noch diese Veranstaltung für die Kinder und eben den Live-Kommentar. Heute am Sonntag durften die Kinder morgens in die Kirche und zum Mittagessen daheim bleiben, was weiß ich. Jedenfalls, heute mussten sie nur mit mir vorlieb nehmen. Wie heißt es immer? Ich hoffe, sie haben es alle ausgehalten. Einen eigentlich Verantwortlichen gibt es nicht. Wenn Sie sich beschweren wollen, bitte nicht bei mir. Ich habe dafür keine Zeit. So, ich bin raus. Danke, meine Herren. Übrigens, gestern bei den Kindern simultan, hat da irgendeiner von den Nachwuchsspielern was erreicht oder darfst du da nur...